Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, man kann mich gut hören. So, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne mal wieder an der FU. Es ist wirklich sehr lange her, dass ich an der FU war. Also als Redner eingeladen war ich schon ein paar Mal, aber insofern nutze ich die Gelegenheit heute gern und vor allem vor so vielen Studenten zu sprechen. Ich habe das Thema auch ein bisschen abgewandelt gegenüber dem, was wir ursprünglich vielleicht mal angedacht hatten und will natürlich über die Euro-Krise reden, aber auch oder vielleicht vor allem sogar über das Versagen der Wissenschaft, denn wir sind ja nun hier in einem Wissenschaftsbetrieb sozusagen und da wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, was eigentlich mit der Wissenschaft los ist, denn diese Kakophonie sozusagen, die man jeden Tag jetzt über Griechenland hören kann und die man die ganze Zeit schon seit 5, 6 Jahren über die Euro-Krise hört, die fällt ja nicht vom Himmel und das ist ja nicht kein Zufall, dass die Ökonomen da so massiv unterschiedliche Positionen vertreten, sondern das ist natürlich Reflex des Standes der sogenannten Wissenschaft, die leider in vielen Fällen keine wirkliche Wissenschaft ist, sondern einen ideologischen Überbau liefert für Dinge, die im Grunde vielleicht nicht vernünftig sind. Aber das will ich im Einzelnen ein bisschen erklären. Nun kann man aber heute natürlich keinen Vortrag über die Euro-Krise halten, heute meine ich am 1. Juli, ohne kurz zumindest über Griechenland zu sprechen. Ich will aber Griechenland nicht zum Zentrum meines Vortrags machen, weil Griechenland ist nicht das Zentrum der Euro-Krise. Zentrum der Euro-Krise liegt ganz woanders. Griechenland ist ein Randproblem. Aber schon die Tatsache, dass dieses Randproblem so viel Energie und so viel Zeit und so viel Druckerschwärze verschlingt, zeigt, dass etwas fundamental schiefläuft. Wir sind nicht in der Lage zu erkennen, was wirklich falsch ist in der Europäischen Währungsunion, was wirklich ein Konstruktionsfehler dieser Währungsunion ist oder was die Konstruktionsfehler dieser Währungsunion sind und beschäftigen uns mit einem Unfall, der so am Rande passiert ist, anstatt zu fragen, was ist da im Kern eigentlich schiefgelaufen. Nun, Griechenland, wissen wir ja, ist ein Problem, aber Frau Merkel sieht für die gesamte Eurozone sozusagen die Dinge auf dem richtigen Weg. Sie sagen, wir kommen stärker aus der Krise heraus, als wir hineingegangen sind. Wobei ich schon nicht weiß, was stark heißt, genau. Aber, und sie sagt, wir sind auf diesem Weg schon ein großes Stück vorangekommen. Das ist nun eine gewaltige Illusion, oder war eine Interpretation der Wirklichkeit, bei der man sehr viel Fantasie braucht, um sie für richtig zu halten. Um es mal ganz milde zu sagen. Wir wollen ja nicht mit den harten Aussagen anfangen, sondern erst milde uns dem Thema nähern. Nun ein paar Eindrücke wirklich nur von der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa. Und wenn man das anschaut, ist die Industrieproduktion, also sozusagen der Kern der wirtschaftlichen Entwicklung, der konjunkturellen Entwicklung in Europa, dann sieht man schon, dass das, was Frau Merkel sagt, einfach nicht stimmt. Es ist einfach falsch. Europa ist aus nichts herausgekommen, sondern wir haben einen kleinen Aufschwung gehabt, einen ganz kleinen Aufschwung nach 2008, 2009, nach diesem tiefen Einbruch. Und seitdem stagniert Europa vor sich hin. Und das gilt, man sieht es auch für Deutschland. Deutschland ist ein bisschen besser aus der Rezession herausgekommen als die anderen. Warum? Dazu komme ich nachher natürlich noch. Aber insgesamt stagniert auch Deutschland, ganz Europa stagniert. Und man sieht, ein großes Land wie Italien ist sogar in einer Rezession seit 5 Jahren etwa. Und Frankreich, über das ich heute sehr viel reden werde, weil es der Kern der Geschichte ist, Frankreich ist ebenfalls seit 5 Jahren in einer Rezession. Und dann gibt es ja Leute, das ist das Gleiche nochmal, da gibt es Leute, die sagen, ja, aber Südeuropa, da geht es doch einigen, sind doch da schon richtig am Boomen, da ist doch Wachstum, oder? Sie können jeden Tag einen Politiker in Deutschland erleben, der sagt, ja, Südeuropa hat sich gerade emporgekämpft, die anderen, außer Griechenland, nur Griechenland ist der einzige Land, das unfähig ist, sich aus der Krise zu befreien. Nun, man braucht nur die Graphen anschauen, dann sieht man wieder, auch das ist falsch, es ist grundlegend falsch. Weder Spanien noch Portugal haben etwas, was man als Aufschwung bezeichnen könnte. Es gibt eine Bodenbildung und es gibt vielleicht, wenn man die Lupe nimmt, kann man sagen, da unten geht es ja ganz klein bisschen aufwärts. Aber das hat mit einem Aufschwung im wirklichen Sinn nichts zu tun, absolut nichts. Das kann auch übermorgen wieder zu Ende sein, da ist nichts dahinter. Griechenland ist in der Tat das Land, was am stärksten immer noch am Boden liegt, sozusagen am meisten noch am Boden liegt und auch am meisten eingebrochen ist. Bei der Industrieproduktion Spanien genauso stark. Aber von einer Erholung und davon, dass die Reformen in anderen Ländern gegriffen haben, das ist doch die Ideologie jeden Tages in Deutschland. Keine Nachrichtensendung ohne diese Ideologie, dass die Reformen dort gegriffen haben, kann überhaupt nicht die Rede sein. Nichts hat gegriffen und nichts ist herausgekommen und schon gar nichts stärker. Auch bei der Arbeitslosigkeit, nur ein kurzer Blick darauf,
sehen wir, es gibt ein massives Auseinanderlaufen. Deutschland ist in der Tat ein bisschen besser, aber auch nicht besonders gut. Auch das ist keine tolle Leistung, dass die Arbeitslosigkeit so nach 5 Jahren allmählich ein bisschen reduziert oder weiter reduziert oder zuletzt gar nicht mehr reduziert. Wenn Sie neuen Zahlen von gestern anschauen, dann reduziert sich eben nicht mehr weiter. Wiederum im Gegensatz zu dem, was in den Zeitungen steht, weil in Deutschland können die Zeitungen nicht mal unterscheiden, was ein Saisoneffekt ist und was ein Nicht-Saisoneffekt ist, ein saisonbereinigter Effekt. Das schaffen wir nicht seit 30, nein, ich muss sagen, seit 40 Jahren arbeite ich an dieser Frage. Ne? An dieser Frage, dass man doch nicht jeden Monat in die Zeitung schreiben muss, das Wetter ist besser und deswegen ist die Arbeitslosigkeit gesunken. Wir schreiben ja auch nicht, die Temperaturen sind wieder höher, hurra, hat sich etwas fundamental geändert. Niemand tut das. Aber bei der Arbeitslosigkeit tun wir das jeden Monat, das muss ich mir vorstellen, seit 40 Jahren. Jeden Monat wird in die Zeitung geschrieben, die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Klar, weil sie im Juli immer sinkt und im Juni sinkt sie auch und im Mai sinkt sie auch, aber im Oktober und November steigt sie auch wieder, wie das Wetter. Und das kriegen wir nicht hin, dieses wenigstens zu kommunizieren, ein Grundwissen im Journalismus aufzubauen, der dazu führt, diesen Unsinn nicht mehr weiter zu verbreiten. Schauen Sie heute in die Süddeutsche, ich war heute Morgen schon wieder früh am Flughafen geschockt, als ich das gesehen habe. Also bei den Arbeitslosen ist absolute Katastrophe angesagt. Man sieht EWU insgesamt, das geht ein bisschen runter, aber wenn es runtergeht, ohne dass sich die Wirtschaft wirklich belebt, was ist das dann? Nun, dann wissen wir, was das ist, auch das ist furchtbar trivial. Wenn die Arbeitslosigkeit ein bisschen runtergeht, ohne dass sich die Wirtschaft belebt, nun ist Abwanderung der Menschen, ist Frustration der Menschen, weil sie melden sich gar nicht mehr arbeitslos, weil sie gar keine Chance haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Nichts anderes ist dahinter. Aber selbst das haben wir nicht mal in Italien und Frankreich. Und das alles 5 Jahre nach Ende, ich sage es noch dreimal oder noch 20 Mal heute wahrscheinlich, alles 5 Jahre nach Ende der Rezession, der sogenannten Rezession, haben wir eine Arbeitslosigkeit, die wesentlich höher ist als vor der Rezession. Das ist ein Ausweis von katastrophaler Wirtschaftspolitik und sonst nichts. Katastrophalster Wirtschaftspolitik. Und dazu kommt, wir haben also kein Wachstum in Europa, wir haben massive Arbeitslosigkeit in Europa und wir haben auch noch Deflation in Europa. Es gibt ein Gesetz in Deutschland, ich weiß nicht, ob das noch jemand weiß von den jungen Leuten, wahrscheinlich nicht mehr, es gibt ein Gesetz von 1967, da steht drin, die Bundesregierung hat gefälligst 4 gesamtwirtschaftliche Ziele zu beachten. Preisstabilität, Wachstum und Beschäftigung und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Darauf komme ich nachher noch, was das außenwirtschaftliche Gleichgewicht ist. Das ist mein Hauptthema heute. Aber wir sehen, die ersten 2 Ziele haben wir schon abgehandelt. Wachstum ist nichts, bei Beschäftigung ist auch nichts. Preisstabilität ist auch Katastrophe. Wir leben in Deflation, wir sind am Rande der Deflation in ganz Europa. Und wie ist die Reaktion in der Öffentlichkeit und auch in Großteilen der Wissenschaft, muss man wieder sagen? Alles in Ordnung. 3 der 4 Ziele sind massiv verfehlt. Das 4. Ziel ist am massivsten verfehlt, worauf ich nachher noch zu sprechen komme. Alle 4 Ziele sind massiv verfehlt und uns geht es ja gut. Alles in Ordnung, kein Problem, oder? Schweigen im Lande. Bloß nicht darüber reden. Ja. Sie müssen sich das vorstellen, dass es möglich ist, in einem ganzen Land praktisch alle Medien, mit ganz wenigen Ausnahmen, ganz kleinen Ausnahmen, dazu zu bringen, jeden Tag diesen Unsinn zu schreiben. Und es keine kritische Diskussion einer katastrophalen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa mehr gibt. Keine. Vom Kern der Eurokrise, auf den ich jetzt komme, ganz zu schweigen. Noch ein Wort zu Griechenland. Griechenland, ich habe das mal hier so aufgemalt, die Entwicklung des Wachstums in Griechenland seit 1999. Auch da weiß ja jeder, Griechenland ist ein katastrophales Land, die überhaupt nicht wachsen können, die total korrupt sind, die eine irrsinnige Bürokratie haben, die nicht mal Katasterämter haben, wo alles schief geht. Die können überhaupt nicht wachsen, oder? Weiß doch jeder. Ja, aber dieses Land, von dem wir die ganze Zeit reden, ist von 1999 bis 2008 mehr gewachsen als irgendein anderes Land in Europa. Kann man hier sagen, die Statistik ist falsch, natürlich. Immer wenn die Statistik unseren Vorurteilen nicht widerspricht, ist sie falsch. Ne? Ich zeige daher nachher noch ein paar Beispiele, wo die Statistik falsch sein muss, weil unsere Vorurteile ja nicht so falsch sein können. Ja, dieses Land ist am meisten gewachsen, genauso stark wie Spanien. Es hat nicht mal eine Blase gehabt wie Spanien, nicht mal eine Wohnungsbaublase wie Spanien, wo man sagen könnte, da ist was schiefgelaufen. Nichts. Griechenland hat mehr investiert in Maschinen und Ausrüstung, das ist doch das, was wir wollen, als irgendein anderes Land in Europa in dieser Phase.
Oha. Warum sagt das niemand? Warum sagt das niemand? Und dann erst nach 2008 ist Griechenland eingebrochen, aber richtig eingebrochen ist es erst, nachdem wir die Regie in Griechenland übernommen haben. Erst ist es nur eingebrochen, so wie alle anderen Länder eingebrochen sind in der großen Finanzkrise. Aber dann hat Europa ja die Regie in Griechenland übernommen, das ist der schwarze Strich. Da hat nämlich nicht mehr die griechische Regierung bestimmt, was in Griechenland passiert, sondern die sogenannte Troika. So wie die Troika oder Teile der Troika das schon immer gemacht haben. Der Internationale Währungsfonds ist schon 30 Jahre durch die Lande gereist und hat den Ländern vorgeschrieben, ganz genau haarklein, was sie tun sollen. Und Sie können jetzt die Papiere hier anschauen. Die Papiere sind zum Teil veröffentlicht. Man kann ja sehen, in welchem Detail aufgeschrieben wird, was eine Regierung zu tun soll. Also alles, was nach 2010 ist, ist unser Ergebnis sozusagen. Das ist das Ergebnis des Gürtelengerschnallens, der Austerität und der Lohnkürzung, massivster Lohnkürzung, die man sich vorstellen kann. Und dieses Ergebnis ist katastrophal. Dieses Ergebnis ist absolut katastrophal. Und es ist selbst katastrophal in den Augen derer, die es gemacht haben. Wenn Sie die IWF auch auf meiner Seite zu finden, wenn Sie IWF suchen, finden Sie einen schönen Artikel, wo wir gezeigt haben, Jahr für Jahr hat der IWF massiv falsch gelegen in seiner Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in Griechenland. Und zwar immer in der richtigen, in einer Richtung. Ne? Er war immer zu optimistisch. Klar, er war immer zu optimistisch. Er musste immer massiv nach unten korrigieren. Warum? Weil die Erwartungen natürlich völlig andere waren. Die Erwartungen der ökonomischen Theorie, die dahinter stehen, sind ja völlig andere. Darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Dieses Bild ist das gleiche. Nochmal ab Beginn des griechischen Programms, da sieht man es noch deutlicher, des Greek Programs. Und ich will ein bisschen über diese Themen reden. Warum versagen die Ökonomen? Ob kläglich oder nicht, können wir darüber streiten. Nun, der erste Punkt ist, weil die Ökonomen prinzipiell an solche Fragen wie ein Problem der Europäischen Währungsunion falsch herangehen. Ich war gerade auf einer Ökonomentagung in Südeuropa. Da sieht man das typische Herangehen, was passiert. Nun, wenn man einem jungen Ökonomen, ich will jetzt alle jungen Ökonomen hier nicht angreifen, die müssen das so machen, weil ihre Professoren sonst sauer sind und sie keine guten Noten bekommen. Also wenn ein junger Ökonom an so ein Problem herangeht, dann fragt er sich ja Währungsunion, Währungsunion. Muss ich mal nachschauen, was es da so für Theorien gibt. Und dann sucht er die ganze Bibliothek durch und er findet natürlich eine Theorie, die sogenannte Theorie der optimalen Währungsräume. Ja, das muss es doch sein. Hat in den 60er Jahren ein Herr namens Mundell, Robert Mundell, drüber geschrieben. Und er hat ein paar Kriterien aufgestellt, ob realistisch und vernünftig oder nicht, will ich jetzt nicht im Detail diskutieren. Wann Länder relativ feste Wechselkurse miteinander haben können und wann sie flexible Wechselkurse haben können. Und er hat gesagt, unter bestimmten Bedingungen, vor allem Mobilität der Arbeit, da kann man feste Wechselkurse machen. Und da gab es noch ein paar andere, McKinnon und Keenan, wie sie alle heißen, die haben alle nochmal neue Bedingungen ausgearbeitet. Was tut der gute Student? Nun, er nimmt alle diese Theorien, er arbeitet sich durch alle diese Theorien durch, schreibt sich alle Kriterien, die irgendein Fuzzi auf dieser Welt sich irgendwann ausgedacht hat, schreibt die alle untereinander und dann sucht er nach Operationalisierungskriterien dieser Kriterien für optimale Währungsräume. Und wenn er die gefunden hat, dann testet er alles empirische Material, was er hat, 3,5 Tage lang mit dem größten Computer, den er finden kann, und findet dann raus, welche Kriterien für Europa zutreffen und nicht. Und dann, ja, dann ist die Ökonomie am Ende. Genau da ist die Ökonomie am Ende. Dann sagt er, ja, so ganz optimal ist Europa als Währungsraum nicht. So ganz optimal ist es nicht, aber es könnte schon, so ein paar Länder wären vielleicht schon optimal. Ja, und dann würde ich drunter schreiben, Thema verfehlt. Thema verfehlt, weil mangelndes Nachdenken. Ja, Studenten sind dazu da zum Nachdenken und nicht zum Nachlesen. Ich meine das ganz im Ernst. Wenn ich in Hamburg mein Semester anfange, fragen immer die Studenten, wie viele Seiten muss ich denn lesen? Dann sage ich, gar keine. Ihr müsst mit mir zuhören, diskutieren. Und wenn ihr mit mir diskutieren könnt am Ende meines kleinen Semesters, dann könnt ihr auch eine Klausur bestehen. Das ist überhaupt keine Frage. Denn dann könnt ihr denken. Dann könnt ihr so weit denken, wie es hier verlangt wird. Lesen muss man dazu nicht. Denken muss man in erster Linie.
Und jetzt wollen wir gemeinsam ein bisschen denken. Und dazu müssen wir fragen, erstmal, was ist überhaupt eine Währungsunion? Und warum hat man diese komische Währungsunion gemacht, wenn es ja kein optimaler Währungsraum war? Was war denn da? Was war denn vorher? Ja, es gab Länder, die haben sich an die D-Mark geklemmt. Ganz früher gab es mal Bretton Woods. Das war ein komisches, unverstandenes System von einem Herrn Keynes ausgedacht. Das wir nicht mehr so ernst nehmen wollen, weil der Keynes in Verruf geraten ist. Aber danach, was war danach eigentlich? Was war ab der 70er Jahre, nachdem Bretton Woods zusammengebrochen war? Was ist da passiert? Nun, da gab es erstmal ein globales Chaos. Die einen haben ihre Währung dem Markt überlassen, die anderen haben sich in gewissen Blöcken aneinander gekettet. Ich habe eine ähnliche Vorlesung gerade in Wien gehalten, da kann man das schön erklären. Ja, was haben die Österreicher gemacht zum Beispiel? Nun, die haben nichts anderes gemacht, als unmittelbar nach dem Tag des Zusammenbruchs von Bretton Woods haben sie ihren Schilling an die D-Mark gekettet. Und zwar fest und haben ihn nie mehr geändert, bis in die Währungsunion hinein. Und viele andere Länder haben das ähnlich getan. Warum haben diese Länder so etwas Verrücktes gemacht? Die hätten doch können ihre Währung dem Markt überlassen. Und die haben nicht gefragt, bin ich ein optimaler Währungsraum mit Deutschland oder nicht? Erfülle ich 3/4 aller Kriterien, die sich die Wissenschaft bis dahin ausgedacht hat oder nicht? Niemand hat darüber nachgedacht. Niemand. Warum? Nun, diese Länder haben sich an die D-Mark gekettet, weil es keine Alternative gab aus ihrer Sicht. Denn es gab eine Scheinalternative nur. Und die Scheinalternative hieß flexible Wechselkurse. Ich könnte flexible Wechselkurse meine Währung dem Markt überlassen, flexible Wechselkurse machen, meine Währung dem Markt überlassen. Und dann, nun, dann herrscht Chaos. Ich kann da jetzt heute nicht drauf eingehen im Einzelnen, aber das müsste man intensiv behandeln. Dann herrscht Chaos. Warum? Weil die Vorhersagen der Ökonomen fundamental falsch waren über flexible Wechselkurse. Fundamental falsch. Unendlich falsch. Denn die haben gesagt, das wäre ein System, was sich stabilisiert, der Markt würde vernünftige Wechselkurse finden. Er tut genau das Gegenteil. Er tut genau das Gegenteil. Er führt die Wechselkurse systematisch weg von den Werten, die sie eigentlich nach den ökonomischen Lehrbüchern sogar haben sollten. Er führt sie weg davon. Und was machen die Ökonomen? Sie schauen nicht hin. Ökonomen schauen immer nicht hin. Wenn sie es nicht so gut finden, schauen sie nicht hin. Ne? Man kann ein Thema ignorieren, wird einfach mal ignoriert. Fällt einem ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man das ignoriert. Also schauen Sie nicht hin und was passiert? Es passiert absolutes Chaos. Schauen Sie nach Brasilien oder andere Länder, die versucht haben, mit flexiblen Wechselkursen zurechtzukommen. Es war am Ende Katastrophe. Nun gut, das haben einige Länder in Europa kapiert. Und was haben sie gemacht? Nun, sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben sich fast alle an die D-Mark angeflanscht. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, die hatten natürlich relativ hohe Inflationsraten. Italien hatte immer zu hohe Inflationsraten im Vergleich zu Deutschland, zu hohe, also relativ hohe im Vergleich zu Deutschland. Und ab und zu mussten diese Länder, was mussten sie tun? Nun, sie mussten ihre Währung abwerten. Warum mussten sie ihre Währung abwerten? Nun, weil man mit einer relativ hohen Inflationsrate im Vergleich zu einem Handelspartner, der relativ niedrige Inflationsraten hat, ein Problem bekommt. Was heißt, was ist das Problem? Nun, man verliert an Wettbewerbsfähigkeit, ne? Doch völlig einleuchten. Wenn ein Land immer 10% Inflation hat und das andere hat immer 2% Inflation, kann man sich überlegen, wie lange es dauert, bis das Land mit den 10% Inflation völlig vom Markt verdrängt ist, weil es dauernd zu teuer geworden ist. Also muss es seine Währung abwerten. Das ist ein wichtiges Prinzip, auf das wir natürlich nachher bei der Währungsunion wieder zurückkommen. Es muss abwerten, in der Währungsunion kann man aber nicht mehr abwerten. So, wenn man so weit gedacht hat, ist man schon unglaublich weit. Und jetzt muss man nur noch den kleinen Schritt machen, ja, was ist dann passiert? Warum haben die dann Währungsunion gemacht? Nun, weil diese Länder, man stelle sich das vor, das muss man sich vorstellen, Italien hat irgendwann begriffen, es macht gar keinen Sinn, dauernd 10% Inflation zu haben. Vielleicht sollte ich, wie die Deutschen, immer 2% Inflation haben. Ging ja vielleicht auch. Und die Franzosen haben gesagt, warum soll ich immer 5% Inflation haben? Vielleicht mache ich immer 2% Inflation wie die Deutschen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und dann haben diese Länder sich tatsächlich entschlossen, alle 2% Inflation zu machen, weil Deutschland das Vorbild war und sie auch 2% Inflation machen und weil sie ihre Währung nicht abwerten wollten, sondern ihre Währung stabil halten wollten gegenüber der D-Mark. So. Und wenn wir so weit sind, dann haben wir schon fast die Lösung geschafft. Dann ist nur noch ein kleiner Sprung, ja, warum haben sie dann Währungsunion gemacht? Auch das ist leicht zu verstehen, wird aber nirgendwo gelehrt, leider.
Ja, es gibt eine ökonomische Begründung für die Währungsunion. Es ist nicht die Politik gewesen, es war nicht der dicke Kohl, der gesagt hat, jetzt müssen wir Währungsunion machen. Nein, es gab eine wirkliche ökonomische Begründung dafür. Was war die ökonomische Begründung dafür? Nun, die ist furchtbar simpel, die gab es auch schon unter Bretton Woods. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, weiß es. Was ist ein System fester Wechselkurse, wie wir das vorher hatten, das europäische Währungssystem? Nun, das ist ein System, wo ein Land, in dem Fall Deutschland, die Geldpolitik macht und alle anderen hängen sich dran. Alle anderen machen die Geldpolitik des Ankerlandes sozusagen mit. Und es ist ja gut, kann man natürlich eine Zeit lang machen, aber es ist natürlich nicht vernünftig. Weil Deutschland hat ja Geldpolitik gemacht für Deutschland, aber nicht für Europa. Aber alle haben sich dran gehängt, deswegen war die deutsche Geldpolitik für Deutschland, war de facto Geldpolitik für Europa. Und nun tut man einen kleinen Schritt, dann sagt man, wenn aber alle schon 2% Inflation machen wollen, wenn alle bereit sind, sich dauernd feste Wechselkurse zu leisten sozusagen, ja dann können wir auch den Schritt in die Währungsunion machen, weil ich dann natürlich Geldpolitik für Europa unter praktisch den gleichen Bedingungen mache. Ich mache nur bessere Geldpolitik. Alles andere bleibt ja gleich, oder? Dann ist doch alles in Ordnung. Hätte es sein können, ja. Es hätte so sein können. Aber es war nicht so. Ich komme auf all diese Punkte gleich natürlich zurück. Aber wir machen das jetzt mal ganz praktisch. Ja, und was heißt, was muss ich tun, damit ich eine Inflationsrate von 2%, denn die muss ich ja dann erreichen. Ne? Wir haben gesehen, abwerten, aufwerten kann man nicht mehr. Inflationsrate von 2% muss ich erreichen und dann kann vernünftige Geldpolitik für ganz Europa gemacht werden. Was muss ich denn tun, um 2% Inflation zu erreichen? Nun, das eine, was die herrschende Lehre geglaubt hat, Punkt 2, sie hat geglaubt, das müssen wir jetzt, machen wir jetzt ganz einfach, weil wir glauben an den Monetarismus. Wissen Sie alle, was Monetarismus ist? Studenten wissen das. Vorne gibt man Geld rein und hinten kommt Inflation raus. Ne? Quantitätstheorie heißt das manchmal. Ist zwar keine Theorie, aber es wird manchmal so genannt. Quantitätsidentität. Wenn die Zentralbank zu viel Geld ins System gibt, kommt hinten Inflation raus. Gibt sie zu wenig rein, kommt hinten Deflation raus. Ne? Warum haben wir eigentlich Deflation? Zentralbank versucht doch gerade jede Menge Geld ins System zu pumpen. Warum geht das eigentlich nicht? Was machen eigentlich die Japaner? Die haben schon 25 Jahre lang Deflation. Warum klappt das denn nicht mit dem Monetarismus? Die versuchen Geld ins System zu pumpen nach allen Regeln der Kunst. Sie wissen schon gar nicht mehr, wo sie es noch hineinstopfen sollen, das Geld. Und was kommt raus? Immer Deflation. Komisch. Ja, ist eine einfache Frage, ne? Müsste man doch jetzt jeder gute Professor der Ökonomie müsste sich jeden Tag sozusagen vor seine Studenten stellen und sagen, ich habe immer noch keine Lösung dafür, ich weiß es immer noch nicht. Verflucht nochmal, ich muss jetzt aber drauf kommen, weil es ist eine drängende Frage, die wir lösen müssen. Monetarismus funktioniert offensichtlich nicht. Was funktioniert denn dann? Ja, bitte. Ja, das Geld bleibt irgendwo hängen, genau. Aber wenn das Geld da hängen bleibt, was passiert denn? Was macht denn dann die Inflation? Irgendwas muss ja die Inflation bestimmen. Ja. Ja, Assetpreisinflation gibt es, wenn man zu viel Geld, aber was ist mit der wirklichen Inflation? Nun, die kommt von wo ganz anders her. Ja, das ist eine Theorie der Inflation, aber die ist auch nicht so ganz, das ist Phillips-Kurve, ne? Das nennt man Phillips-Kurve. Also Inflation gibt es dann, wenn zu viel Nachfrage im System ist. Es gibt aber noch eine andere, alte Inflationstheorie, das war Demand-Pull, wie heißt die andere? Ja, Cost-Push hieß die früher, ne? Alte Theorie, wird man heute nicht mehr verwenden, ist ganz unmodern geworden. Cost-Push, und was ist der wichtigste Kostenfaktor in der Volkswirtschaft? Nun, die Löhne sind der wichtigste Kostenfaktor in der Volkswirtschaft. Das ist die Cost-Push-Theorie über eine sehr lange Frist hier. Und das Entscheidende für die Inflation über lange Fristen sind die Lohnstückkosten. Nun, Lohnstückkosten weiß jeder, was es ist. Löhne minus Produktivität sozusagen in Wachstumsraten. Ne? Produktivität um 2% steigt, Löhne steigen um 5. 5 minus 2 gibt 3% Lohnstückkosten. Und das bestimmt tatsächlich die Inflationsrate über sehr lange Fristen. Ne? Also die Löhne machen die Preise, nicht das Geld macht die Preise, sondern die Löhne machen die Preise. Und hier kommt ja der erste große Fehler der Währungsunion. Denn der Währungsunion hat man gedacht,
Monetarismus gilt auf alle Zeiten. Und wenn der Monetarismus gilt, dann müssen wir natürlich nur die Geldpolitik der Zentralbank überlassen. Die Zentralbank macht dann schon die 2% Preis und dann ist alles in Ordnung. Da müssen wir uns keinerlei Gedanken drum machen. Hier ist aber grundfalsch. Heute ist der Monetarismus tot, der ist wirklich tot. Es gibt nur noch einzigen, wahrscheinlich nur noch eine, so anderthalb Notenbanken der Welt, die an Monetarismus glauben. Eine davon ist in Frankfurt, aber an der falschen Stelle. Am Diebesgrund. Wissen Sie, wer am Diebesgrund ist? Nee. Die Deutsche Bundesbank. Die letzte Notenbank, die aber keine Rolle mehr spielt. Die keine operationale Aufgaben mehr hat, die noch an den Monetarismus glaubt. Aber alle haben an den Monetarismus geglaubt, als die Währungsunion begann. Alle haben den Monetarismus geglaubt. Weil sie alle an den Monetarismus geglaubt haben, haben sie gesagt, wir machen das einfach mit der Europäischen Zentralbank. Wenn aber dieser Zusammenhang gilt, dann gilt es nicht. Dann geht es nicht. Ne? Wenn dieser Zusammenhang richtig ist und er ist richtig, wie kann man ihn bestreiten? Man kann auch über kürzere Fristen machen. Ganz kurz geht es nicht, weil da die Anpassungsprozesse noch nicht abgelaufen sind. Aber man kann ihn nicht bestreiten, wenn es diesen Zusammenhang gibt, dann muss man sagen, ja, wenn ich eine dauerhafte Währungsunion machen will, was muss ich dann tun? Auch wieder reine Logik. Nun, ich will jetzt irgendwie über die Löhne reden. Und zwar über die Löhne in jedem Land in Relation zur Produktivität. Ne? In Relation zur Produktivität des Landes. Die Löhne des Landes müssen so in Relation zur Produktivität des Landes stehen, dass am Ende 2% Inflation rauskommt. Furchtbar einfach. Das heißt einfach, die Löhne müssen 2% über der Produktivität steigen, und zwar dauerhaft. 2% über der eigenen Produktivität, nicht der griechischen über der deutschen Produktivität, sondern jeder muss sich an seine Verhältnisse anpassen. Ne? So kann man es auch sagen. Man kann sagen, jeder muss sich an seine Verhältnisse anpassen. Mit den Löhnen muss man sich an seine Verhältnisse anpassen, und deine Verhältnisse ist gefälligst deine Produktivität und sonst nichts. Die Produktivität umfasst praktisch alles, was wir haben und was wir versuchen und was wir machen. So, und wenn du dich mit deiner Produktivität, mit deinen Löhnen an deine Produktivität vernünftig anpasst, dann kann die Währungsunion natürlich perfekt funktionieren. Klar. Denn dann kommt immer bei jedem 2% Inflation raus und man braucht wieder Ab- und Aufwerten für alle Zeiten. Nun war das leider nicht ganz so. Man sieht schon hier, es gibt zwei komische Länder hier drin. Es ist ja, es ist eine Mischung, wilde Mischung aus Englisch und Deutsch. Aber die Namen sind in Englisch. Man sieht, es gibt ein komisches Land, das heißt Westdeutschland. In der Mitte, kennt keiner mehr, ne? Westdeutschland, was das wohl war. Und da unten gibt es noch Germany, von 1991 bis heute quasi. Und da sieht man schon einen komischen Unterschied, ne? Westdeutschland liegt da ganz in der Mitte, ne? Jetzt vergleichen wir mal Frankreich. Frankreich liegt auch da in der Mitte. Also die durchschnittliche Inflation und die Lohnstückkosten in Deutschland und Frankreich von 1970 bis 1991 in Westdeutschland war etwa, wo sind wir, um die 4%. Die Deutschen ein bisschen drunter, die Franzosen ein bisschen drüber. 4, ne? 4%. Wir haben ja immer nur 2% gemacht, ne? Stimmt auch nicht, aber egal. Aber dann kommt das Interessante ist, dass das komische Land Germany da unten ganz woanders liegt. Was macht das da unten? Was macht Germany da unten? Und Frankreich, wo liegt das jetzt? Und das wollen wir uns anschauen. Also eine Währungsunion ist eine Union von Ländern, die versuchen, 2% Inflation zu erreichen, wenn sie sich als Inflationsziel 2% gesetzt haben. Nehmen wir mal. Das hat die EZB ja festgelegt, ne? Heute bestreiten das eine. Herr Sinn sagt, nein, Inflationsziel gab es überhaupt nicht. Nein, nie gehört, gab nie ein Inflationsziel. Ja, das ist voll der Unsinn. Ne? Es gab ein Inflationsziel von etwa 2% im Maastricht-Vertrag, das so definiert war, dass es etwa 2% sein musste. Und danach hat die Europäische Zentralbank gesagt, es wird 2% sein, beziehungsweise hat gesagt, leicht unter 2%, also 1,9. Aber sie hat ein Punktziel gesetzt, sie hat nicht gesagt, alles unter 2% ist Preisstabilität. Das ist grandioser Unsinn, hat sie nicht gesagt. So, und was ist dann passiert? Und jetzt schauen wir die Lohnstückkostenentwicklung in diesem Europa an. Und da sieht man, die schwarze Linie ist das, wo alle hätten hin sollen. Alle hätten sollen auf die schwarze Linie. Denn das ist das Inflationsziel mit ihren Lohnstückkosten. Alle hätten sollen ihre Löhne so stark steigern müssen, hätten die Löhne so stark steigern müssen, dass sie 2% über ihrer nationalen Produktivität liegen. Und da sieht man, da gibt es einige, die blaue Linie, die haben über ihre Verhältnisse gelebt, die haben zu hohe Löhne gehabt. Ne?
Tja, aber dann sieht man eine Kurve, die ist da ganz unten. Was machen die denn da? Tja, das eine ist Europäische Währungsunion ohne Deutschland und da unten ist Deutschland. Was macht Deutschland da unten? Man hatte doch eine Währungsunion mit 2% Inflation abgemacht, oder? Ja, es hat niemand etwas anderes abgemacht. Ich war dabei in den ersten Tagen dieser Währungsunion als Staatssekretär im Finanzministerium. Es hat niemand gesagt, wir machen keine 2%. Ne? Hinterher haben so Geschichten erfunden. Herr Schröder hat gesagt, ja, aber die Chinesen kamen da gerade um die Ecke, der gefährliche Chinese, der Europa bedroht hat. Deswegen konnten wir ja nicht so hohe Löhne machen. Die hätte man ja sagen können. Ne? Man hätte ja einen anderen Europa sagen können. Leider geht es jetzt nicht mal. 2% haben wir bisher gemacht. Jetzt machen wir 0 oder minus 2, weil der Chinese kommt um die Ecke. Es hat aber niemand gesagt. Ne? Abgesehen davon, dass es sowieso ökonomischer Unsinn gewesen wäre. Aber es hat niemand gesagt. Es hat niemand gesagt. Alle haben sie gesagt, jawohl, 2% ist das, was sie immer wollten. Und Deutschland hat klammheimlich etwas ganz anderes gemacht. Und es war wirklich klammheimlich. Nur so ein paar Irre sind dagegen aufgestanden. Einer davon heißt Flassbeck, der hat im Staatssekretärsausschuss in Brüssel gesagt, so geht das nicht, das läuft jetzt auseinander. Das war, als es noch gerade am Anfang, als es noch gerade so zu sehen war, habe ich gesagt, es läuft auseinander. Und dann haben sich aber die Koryphäen gemeldet, Herr Issing, damals Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, hat gesagt, nein, über Löhne reden wir hier nicht, wir machen Monetarismus, nur über meine Leiche wird über Löhne geredet. Ja, da war das Thema tot. Da wurde Flassbeck sowieso entlassen, dann war es gut. Dann hatten sie es geschafft. Ja, und das ist das Ergebnis. Und dieses Ergebnis, liebe Kollegen, ist Katastrophe. Ne? Denn dieses Ergebnis kann man ja so lesen, das ist ein Index. Ne? Alle Güter, deren Produktionskosten und die Arbeitskosten sind nun mal das Wichtigste in dieser Volkswirtschaft, mit Abstand das Wichtigste. Alle Güter, deren Produktionskosten 100 Euro betragen haben pro Stück, sagen wir mal, im Jahr 1999 kosten jetzt in Deutschland 110 und in Resteuropa, in Südeuropa und anderen weit über 130. Und der Preis ist auch entsprechend. Nein, der Preis ist nicht ganz entsprechend. Wir haben heute einen sehr schönen Artikel auf unserer Seite, wo wir zeigen, dass die Preise nicht genauso gelaufen sind. Aber die Kosten sind so gelaufen. Die Kosten sind entscheidend am Ende. Die Franzosen haben ihre Preise gar nicht erhöht. Warum haben sie die Preise nicht erhöht? Nur weil sie gemerkt haben, dass sie unter Druck stehen. Aber wenn ein Unternehmen dauernd jetzt 20% weniger Gewinn macht als sein Konkurrenzunternehmen in Deutschland, hat es auch ein Problem. Ne? Also die Kosten sind am Ende entscheidend. Die Lohnstückkosten sind entscheidend für das, was wir Wettbewerbsfähigkeit nennen. Und nun schauen wir das noch ein paar andere Länder an. Da sehen wir, das Interessante ist, Italien hat über seine Verhältnisse gelebt, wissen wir ja. Die Südeuropäer haben ihre Verhältnisse gelebt, jedenfalls bis 2009. Inzwischen gibt es eine Anpassung, reden wir gleich noch drüber. Aber Frankreich ist doch interessant. Frankreich ist das einzige Land, was sich wirklich an diese Regel gehalten hat, die implizit in der Währungsunion niedergelegt war, nämlich seine Löhne nicht mehr als 2% oder weniger, nicht mehr und nicht weniger als 2% über der Produktivität zu erhöhen. Und dieses Land hat jetzt ein Problem. Dieses Land hat natürlich ein großes Problem. Nicht, weil es etwas falsch gemacht hätte, sondern weil es einen großen Nachbar hat, der etwas falsch gemacht hat. Und es ist völlig egal, ob man Recht oder Unrecht hat, ein Problem ist ein Problem. Und die politische Macht liegt auch beim Nachbarn. Ne? Und deswegen traut man sich Frankreich nicht mal darüber zu reden, über dieses Problem. Dann sagt, naja, vielleicht waren wir doch selbst schuld. Nein, sie waren nicht schuld. Das will ich noch mal ein bisschen zeigen. Das sind die Nominallöhne, die Nominallohnentwicklung und die Produktivität in Frankreich. Und dazu im Vergleich schauen wir Deutschland an. Ne? Machen wir immer so ein bisschen hin und her. Das erste Interessante ist, die Nominallöhne in Frankreich sind gestiegen, deutlich gestiegen, klar. Wissen wir ja schon. In Deutschland sind sie praktisch nicht gestiegen im Verhältnis zur Produktivität, wissen wir auch schon. Diese Kurve hat übrigens Mario Draghi. Ne? Mario Draghi im Europäischen Rat vorgeführt. Und hat er das auch so vorgeführt, genau diese Kurve. Und hat er gesagt, ja sieht er, und wer hat es richtig gemacht? Deutschland, hat er gesagt. Ist aber genau falsch. Deutschland hat es falsch gemacht und Frankreich hat es richtig gemacht. Schupp, eins zu weit. Das ist genau die richtige Anpassung und das ist genau die falsche Anpassung. Das ist nämlich eine deflationäre Anpassung
Und das ist eine Anpassung einer Inflationsrate von 2%. Interessant ist jetzt auch noch, aber es ist nur ein Seitenaspekt, wenn man mal die Produktivität anschaut. Deutschland ist so unglaublich produktiv, oder? Deutschland ist so die produktivste Volkswirtschaft der Welt, weiß doch jeder, oder? Oder? Doch, bestimmt. Jedenfalls von 1999 bis 2013 ist schon mal interessant, da war es schon mal nicht so besonders unterschiedlich. Wenn man die Produktivitätskurve anguckt, machen wir ein bisschen hin und her, die ist fast genau gleich. Ne? Frankreich ist die Produktivität genauso gestiegen wie in Deutschland. Aber bestimmt sind die Franzosen absolut viel weniger produktiv, klar, da kommen wir noch gleich drauf. Wir schauen uns mal ein paar Grafiken an, das mache ich relativ schnell, weil die Zeit läuft ja in ungeheurem Tempo. Wie viel Zeit habe ich genau? Bis Viertel vor zwölf. Oh, da kann ich mir ja Zeit lassen. Ja, bitte. Schon nehme ich eine Zwischenfrage, bitte. Die kommt gleich. Eine Sekunde noch Geduld. Ich zeige noch ein paar Grafiken. Wachstum ist ja Frankreich auch schlechter als Deutschland, weiß man. Stimmt leider nicht, jedenfalls wenn man das so von 1999 an betrachtet. Die letzten zwei Jahre war Deutschland besser, das stimmt. Was ist passiert in Frankreich? Nun, was haben die gemacht? Warum sind die gar nicht so schlecht? Obwohl die ja nicht so viel exportiert haben, das wissen wir alle. Deutschland sind ja Exportweltmeister. Warum, kommen wir ja gleich zu, wissen wir ja auch schon, haben wir schon gesehen. Nun, die Franzosen haben konsumiert. Ne? Man muss sich das mal vorstellen, die haben konsumiert. Das ist ja nicht fein, oder? Tut man das auf dieser Welt? Konsumiert man? Nein, jenseits der ökologischen Probleme. Jetzt kommt an der Stelle kommt immer der ökologische Zwischenruf. Aber konsumieren ist sowieso ganz schlecht. Mir ist es völlig egal, was konsumiert wird. Man darf auch ökologisch wertvolle Produkte konsumieren. Es geht um den Konsum, nicht um das, was man konsumiert. Man muss nicht jeden Blödsinn konsumieren, aber man soll, wenn man schon etwas produziert, muss man auch etwas konsumieren. Ne? Man kann aufhören zu produzieren, das ist eine andere Frage. Aber wenn man produziert erst, dann hat man gefälligst auch zu konsumieren. Franzosen haben konsumiert, die Deutschen nicht. Investitionen waren die Deutschen natürlich besser. Ach nee, auch nicht besser, schlechter, wesentlich schlechter sogar. Jetzt bei der Produktivität, das ist das Bild, was wir gerade gesehen haben. Jetzt mal die beiden Kurven aufeinandergelegt, die Stundenproduktivität, die Entwicklung der Stundenproduktivität. Und jetzt kommt Ihre Frage, ja, was ist denn mit der absoluten Produktivität? Produktivität pro Stunde gerechnet, sehen Sie, das ist Bruttoinlandsprodukt dividiert durch alle Stunden, die irgendjemand in diesem Land gearbeitet hat. In einem Jahr. Das ist Produktivität. Alles, was wir pro Stunde produzieren. Und da stehen ganz vernünftige Werte. Gucken Sie die Werte links, die heißen 39,45 oder so. Das ist Euro pro Stunde. 45 Euro pro Stunde. Aber die Kurven sind falsch rum, ne? Oder? Die Kurven müssen ja falsch rum sein. Französische Produktivität ist höher als die deutsche. Da ist die Statistik falsch, oder? Ja, das ist Statistik, man kann man jetzt von halten, was man will. Ne? Offizielle Statistik der Europäischen Kommission. Ameco ist die Datenbasis der Europäischen Kommission. Ja, entspricht nicht so ganz unseren Vorurteilen, ne? Wo die Franzosen doch so eine riesen Bürokratie haben. 56% Staatsanteil haben die im Verhältnis zu Deutschland, 40 irgendwas. Das kann doch nicht gut gehen. Deswegen müssen die doch reformieren, auf Teufel komm raus. Ja, aber warum sollen die reformieren? Die sind produktiver als wir. Sehen Sie, wenn ich Jean-Claude Juncker wäre, wissen Sie, was ich machen würde? Ich würde dieses Bild, würde ich millionenfach drucken und würde es über Deutschland mit einem Hubschrauber abschmeißen. Aber tagelang, sodass jeder, kein Mensch dem entweichen könnte, diesem Bild. Nur dann würden Sie bestimmt alle sagen, da würden die ganzen Zeitungen am nächsten Tag stehen, die Statistik ist falsch. Wussten wir ja schon immer, diese Statistiker machen alles falsch. Ja, aber wir kommen zu den ernsthaften Fragen. Reale Stundenlohn haben wir uns schon so ungefähr angeschaut. Reallohn und Produktivität, sehen Sie, jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt der ganzen Geschichte. Reallohn und Produktivität ist für die Ökonomen sozusagen der zentralste aller zentralen Zusammenhänge. Denn wir wissen ja alle, der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Und was ist der Preis, der den Kartoffelmarkt zum Ausgleich bringt, namens Arbeitsmarkt? Nun, das ist der Reallohn. Und wenn man Arbeitslosigkeit hat, was muss dann passieren? Lehren sich ja auch alle guten Professoren an dieser Universität.
Dann muss natürlich der Reallohn sinken oder er muss zurückbleiben im Verhältnis zur Produktivität, damit man wieder auf Vollbeschäftigung kommt. Und das hat Deutschland ja in wunderbarem Maße getan. Und deswegen geht es ja auch Deutschland so gut bei der Arbeitslosigkeit. Ne? Oder? Da haben wir vorhin gesehen, Deutschland hat niedrige Arbeitslosigkeit, das muss ja daran liegen. Ja, das ist der typischste aller Fehlschlüsse, ne, den es auf dieser Welt gibt. Wenn Sie jeden guten Professor dieser Welt nehmen und ihm sagen, er soll das jetzt mal analysieren, was da passiert ist mit dem Reallohn, der Produktivität, Frankreich und Deutschland, kommt er natürlich sofort zu dem Ergebnis und sagt, ja guck, in Deutschland ist der Reallohn weiter hinter der Produktivität zurückgeblieben, also in Frankreich, deswegen die Arbeitslosensituation in Deutschland besser als Frankreich. Das ist aber fundamental falsch. Ganz fundamental falsch. Warum ist es fundamental falsch? Nun, weil man einfach grundlegend darüber nachdenken muss, weil man sich fragen muss, was war eigentlich der Mechanismus, der dazu geführt hat, dass in Frankreich die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, in Deutschland gefallen ist. Was war der Mechanismus, was war der Transmissionskanal sozusagen, über den die niedrigen Löhne gewirkt haben? Das muss man sich fragen. Denn ich würde dann sofort ein Gegenbeispiel machen und sagen, schaut euch mal Griechenland an. Was ist eigentlich in Griechenland passiert? Da haben sie die Löhne doch gesenkt, oder? Da haben sie jetzt gerade die Löhne um 20-30% gesenkt, real, ich zeige das gleich noch. Real sind die Löhne um über 20% gesenkt worden. Ja und? Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, oder? Weiß doch jeder. Kartoffelmarkt, klar. Wenn das Zeug billiger wird, wird mehr davon nachgefragt. In Griechenland geht das nicht, weil das einfach so keine richtige Wirtschaft ist, oder? Ja, es ist Quatsch. Es ist grandioser Quatsch. Ne? Nein, was ist passiert? Was passiert, das ist furchtbar einfach zu verstehen. Achso, das ist übrigens Griechenland. Nur mit die Anpassung sieht Griechenland hat jetzt einen unglaublichen Schub gemacht, hat die Löhne unglaublich gesenkt, Lohnstückkosten auch, aber sie sind leider immer noch nicht da, wo Deutschland ist. Sie müssen also das gleiche Programm, das ist ja das jetzt, was die Troika verlangt, nochmal machen, nochmal 3-4 Jahre machen, die Löhne nochmal um 30% senken, dann sind sie erst bei Deutschland. Steigt die Arbeitslosigkeit vielleicht nochmal auf 50% oder auf 60%. Das ist dann die Härte, die man, unausweichliche Härte, an der man nichts machen kann. Tja. Ich zeige das mal für die südeuropäischen Länder, die haben das gemacht, die haben tatsächlich ihre Löhne gesenkt. Das sind jetzt die absoluten Reallöhne in Euro pro Stunde, aber real gerechnet. No? Wages per hour in Euro. Und da sieht man in ganz Südeuropa, das ist Italien sogar dabei, in ganz Südeuropa sind die Reallöhne gesunken. In erheblichem Maße seit 2009, seit diesen Anpassungsprozessen. Alle haben versucht, effektiver und wettbewerbsfähiger zu werden. Und was ist passiert? Die Arbeitslosigkeit ist dramatisch nach oben geschossen. Und am schlimmsten ist es in Griechenland, wo die Löhne wirklich dramatisch gesunken sind. Dieser Abstand ist mehr als 20% sind die Löhne gesunken. Absolut gesunken. Und was ist passiert? Nur die Arbeitslosigkeit ist nach oben geschossen. Was ist da los? Warum geht es nicht so wie in Deutschland? Nun, aus einem einfachen Grunde. Weil man immer das gesamte Bild in den Blick nehmen muss. Was nämlich in Deutschland passiert, als wir angefangen haben mit diesem, ich zeige das nochmal, mit dieser Lohnsenkung, mit dieser relativen Lohnsenkung. Was ist passiert? Nun, wir haben gerade eben schon gesehen, es hat nicht dazu geführt, die Lohnsenkung hat nicht dazu geführt, dass der Binnenmarkt in Deutschland sich belebt hat, sondern der Binnenmarkt ist flach wie ein Brett. Was war denn die Idee hinter der Lohnsenkung? Um das auch noch kurz zu sagen, was war denn die Idee hinter der Lohnsenkung? Was haben sich die Leute... Der Sachverständigenrat hat es doch empfohlen, immer. Herr Sinn hat gesagt, die Löhne müssen noch viel mehr sinken, um 20%. Will er heute nicht mehr so gerne hören, weil es ist auch der Mann, der gesagt hat, wir haben Basarökonomie, wir produzieren ja gar nichts. Es ist alles nur gehandelt, in Deutschland wird nur gehandelt, da wird nichts produziert. Sagt er heute auch nicht mehr. Ist wahrscheinlich der größte, absurdeste Irrtum in der Wirtschaftsgeschichte der letzten 100 Jahre. Ja, aber so Kleinigkeiten machen uns nichts aus. Da gehen wir drüber weg, machen wir eine neue These. Ja, was ist passiert? Ja, Deutschland hat die anderen unterboten, ne? Deutschland war billiger, hat die anderen unterboten. Was haben die anderen getan? Nun, die haben diese komischen deutschen billigen Produkte gekauft. Völlig normal. Marktwirtschaft, ne? Die deutschen Autos waren plötzlich 20% billiger als die anderen Autos und schon haben sie gekauft. Und das ist auch völlig in Ordnung in einer Währungsunion oder sowieso. Die Menschen kaufen nicht danach, ob ein Gut in ihrem Heimatland produziert wird, sondern das wissen sie zum Teil ja gar nicht mehr. Sondern sie kaufen das, was ihnen gefällt und was vom Preis her Sinn macht.
Also haben die anderen Länder begonnen, deutsche Produkte zu kaufen. Ja, mit dem Ergebnis, dass Deutschland unheimlich viel mehr exportiert hat, als importiert hat. Das ist die Kurve, die ich jetzt gerade eben zeigen wollte. Und bei den anderen Ländern ist es umgekehrt, ne? Die Macroeconomic Imbalances zeigen, Deutschland hat in dieser Währungsunion plötzlich einen riesen Überschuss im Außenhandel erzielt und Frankreich ist den Berg runtergegangen. Und das ist der eine Kanal, um den es geht, nämlich dieser Kanal Wettbewerbsfähigkeit. Natürlich, wenn ein Einzelner seine Löhne senkt, wenn ein einzelnes Land seine Löhne senkt, so wie ein Betrieb seine Löhne senkt im Vergleich zu einem anderen Betrieb, dann hat er natürlich einen Vorteil. Ist ja gar keine Frage. Deutschland hat ja die gleiche Übung gemacht, die wir vorher immer schon hatten im europäischen Währungssystem, nämlich Deutschland war billiger plötzlich, nur die anderen konnten jetzt nicht mehr abwerten. Weil die anderen nicht mehr abwerten konnten, konnten sie das nicht mehr ausgleichen und deswegen ist das eine stabile Entwicklung geworden, wo Deutschland dauernd riesige Überschüsse macht und die anderen machen Defizite. Und das hat natürlich dazu geführt, weil diese steigende Wettbewerbsfähigkeit, die ist ja die ganze Zeit gestiegen bis zur Krise, bis 2008, 2009. Diese steigende Wettbewerbsfähigkeit hat Deutschland unglaublich viel zusätzliches Wachstum und zusätzliche Jobs vor die Füße gespült. Nur wo sind die Jobs der anderen geblieben? Nun, Deutschland hat diese Jobs anderen weggenommen. Beggar thy neighbor, sagt man dazu. Man kann es auch Merkantilismus nennen. Ich zucke bei dem Wort immer, weil man könnte es auch Merkellantismus nennen. Aber Schröder hat es ja angefangen. Merkantilismus hat Deutschland betrieben. Deutschland hat unter dem Schutz der Währungsunion seine Löhne relativ gesenkt, hat seine Preise relativ gesenkt und es hat dazu geführt, dass Deutschland sehr viel mehr Produkte exportiert hat als jemals zuvor im Vergleich zu seinen Importen. Und dieser Abstand, dieser Außenbeitrag, diese positiven Impulse vom Außenhandel haben das deutsche Wachstum befördert und haben die deutsche Beschäftigung gefördert. Aber zu Lasten des Auslandes. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert. Sehr unschöner Satz, sollte man Deutschland nicht sagen. Ich sag's trotzdem, ich sag's nochmal. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert. So, und deswegen kann man, nun kommt wieder ein einfacher Schluss. Wenn ein Land seine Arbeitslosigkeit exportieren kann, was können dann alle zusammen machen? Und sie können das genau nicht tun, ne? Ja, ein Land kann seine Arbeitslosigkeit exportieren, aber alle können nicht ihre Arbeitslosigkeit exportieren. So einen kleinen Schluss müsste man mal hinkriegen in Deutschland, in der öffentlichen Diskussion. Ne? Nein, was wir sagen ist, jetzt müssen alle wettbewerbsfähig werden. Frau Merkel sagt, alle müssen wettbewerbsfähig werden, alle haben ihre Löhne gesenkt. Aber wo sie alle ihre Löhne gesenkt haben, ist etwas ganz anderes passiert. Was passiert nämlich, wenn man die Löhne senkt, wie in diesen Ländern, wie in Griechenland? Nun, dass sie noch gar nicht wettbewerbsfähig werden konnten, weil sie noch viel, der Abstand zu Deutschland viel zu groß war, sie waren ja noch gar nicht wettbewerbsfähig da, gegenüber den anderen ein bisschen, aber nicht gegenüber Deutschland. Was ist passiert? Nun, sie hatten einen Binnenmarkteffekt. Was ist der Binnenmarkteffekt von sinkenden Löhnen? Das ist der zentrale Knackpunkt. Ja. Ja, die Nachfrage sinkt. Stell dir vor, morgen sinken in Deutschland die Löhne um 20%. Was machen denn die Menschen dann am nächsten Tag? Nun, sie fragen um 20% weniger nach. Und wenn sie um 20% weniger nachfragen, dann trifft das vor allem den Binnenmarkt. Und was passiert im Binnenmarkt? Nun, da werden Menschen arbeitslos, denn die Unternehmen schmeißen Leute raus, wenn sie keine Arbeit haben, auch wenn die Löhne 20% niedriger sind. Denn sie können ja ihren Gewinn optimieren, wenn sie Leute noch rausschmeißen, die nehmen die 20% weniger Löhne und schmeißen noch Leute raus und dann geht es den Unternehmen wieder halbwegs normal. So, nur das kann ein Ökonom nicht denken, ne? Ja, das ist ein Herangehen, man könnte das sozialwissenschaftlich nennen oder wie auch immer, ein Herangehen zu fragen, ja, was passiert da in dieser Welt? Was passiert Schritt für Schritt unter verschiedenen Bedingungen einer offenen oder einer geschlossenen Volkswirtschaft? Das tut aber der gute Ökonom nicht, er weiß ja, was rauskommt. Ich die Löhne senke, Angebot und Nachfrage, steigt die Beschäftigung und sinkt die Arbeitslosigkeit. Ja, es ist fundamental falsch. Und das ist der zentrale Irrtum der herrschenden Ökonomie, dass sie glaubt, der Arbeitsmarkt funktioniere wie ein Kartoffelmarkt. Er funktioniert aber nicht wie ein Kartoffelmarkt. Und die Begründung dafür ist leicht zu verstehen. Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt sind nicht unabhängig voneinander. Ich darf diese Kurven überhaupt nicht hinmalen. Wenn ich diese Kurven hinmale, habe ich schon einen fundamentalen Fehler gemacht. Und warum sind die nicht unabhängig, Angebot und Nachfrage? Nun, weil Kartoffeln, wenn der Preis für Kartoffeln fällt, die Kartoffeln fragen keine anderen Güter nach, ne?
Aber Arbeiter müssen alle anderen Güter nachfragen. Alle Güter, die produziert werden, werden wieder von Arbeitern nachgefragt. Und wenn der Preis für Arbeit fällt, werden die anderen Güter weniger nachgefragt. Und dann sinkt die Nachfrage auch nach Arbeit, weil die Unternehmen freistehende Kapazitäten haben. Und deswegen ist das Kernstück der neoklassischen Ökonomie ist fundamental falsch. Der Arbeitsmarkt funktioniert niemals wie ein Kartoffelmarkt, sondern gesamtwirtschaftlich immer nach ganz anderen Regeln, nämlich unter Berücksichtigung dessen, was auf der Nachfrageseite passiert. Und deswegen ist das rausgekommen in Griechenland, weil der Großteil dieser Wirtschaft war Binnenmarkt. 75% waren Binnenmarkt, nur 25% waren Export. In Irland ist das anders. Irland hat einen Export von 105%, da kann es mal funktionieren. Aber das kann man dann auch wieder nicht übertragen, einfach auf Griechenland oder auf Spanien oder auf Portugal oder auf Frankreich und Italien. Und bevor wir jetzt zu dem theoretischen Schluss kommen, noch ganz kurz der praktische Schluss. Was passiert jetzt? Nun, wir haben diese Ausgangslage. Südeuropa hat seine Löhne gesenkt, aber es war leider Katastrophe. Es hat in einer Katastrophe geendet. Warum? Weil die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und nicht gesunken ist. Das hat natürlich der IWF und die anderen Institutionen, die Troika, hat es nicht vorhersehen können, weil sie alle neoklassisch glauben, fest daran glauben, dass der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Deswegen waren die Prognosen auch so falsch. Aber jetzt sagen wir jetzt, ja, das reicht ja nicht, so kann es ja nicht weitergehen. Warum kann es so nicht weitergehen? Nur weil da zwei sind, die noch gar nichts gemacht haben. Italien und Frankreich bewegen sich jetzt auf einer parallelen Kurve zu Deutschland. Aber der Abstand ist immer 20-30%. Und nun müssen wir noch die einfache Frage beantworten, geht das? Und die Antwort ist nein, das geht nicht. Natürlich kann ein Land weder wie Frankreich noch wie Italien auf Dauer gegenüber seinem Hauptkonkurrenten einen Lohnkostennachteil von 20% haben. Das ist vollkommen unmöglich. Man kann es noch 2 Jahre durchhalten oder 5 Jahre, vielleicht 10, aber irgendwann wird es zu Ende gehen. Dann kann nämlich Frankreich nichts mehr produzieren. Es kann nichts produzieren, kann schon noch, aber es kann nichts mehr exportieren und auch nichts mehr importieren. Ja, bitte. Nein, dazu müssen Sie heute Flassbeck Economics lesen. Müssen Sie aber 50 Cent haben, weil das ein kostenpflichtiger Artikel ist. Da steht das alles drin. Nein, habe ich jetzt nicht da. Habe ich jetzt nicht da. Aber ich kann Ihnen sagen, die tatsächlichen Inflationsraten liegen viel näher beieinander. Und die Exportpreisrate liegt sogar ganz nah beieinander bei Frankreich und Deutschland. Wir haben das nur gemacht für Frankreich und Deutschland. Die liegen sogar ganz nah beieinander. Aber was ich vorhin sagte, war, selbst wenn die Preisraten nah beieinander liegen, dann zeigt es ja nur, dass die französischen Unternehmen ihre Gewinne gequetscht haben, um genauso zu den gleichen Preisen anbieten zu können wie die Deutschen. Aber sie haben dann trotzdem einen gewaltigen Nachteil, weil 20% Kosten können sie ja nicht einfach wegstecken. Dann machen sie in Sachen Qualität etwas schlechter oder andere Dinge müssen sie schlechter machen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Die Preisrate ist nicht entscheidend. Die ist ein Zusatzindikator, aber der eigentliche Indikator sind die Lohnstückkosten. So, und jetzt sagen wir, aber Italien und Frankreich sollen das Gleiche machen. Jetzt kommt es ja darauf an. Wir können jetzt sagen, ja, es gibt ja immer 2 Möglichkeiten auf der Welt, ne? Wir können ja sagen, Deutschland geht nach oben oder die anderen gehen nach unten. Wenn Deutschland nach oben gehen würde, dann müssen die Löhne natürlich in Deutschland sehr viel stärker steigen. Sagen wir mal so 5%, dann bräuchten wir so ungefähr 10 Jahre. Wenn die anderen so bei dem Tempo bleiben oder ein bisschen runtergehen, 10, 15 Jahre, um das wenigstens anzugleichen. Aber die Angleichung hier reicht ja noch nicht. Es reicht nicht, wenn ich auf die deutsche Kurve komme oder wenn die französische und deutsche Kurve sich treffen. Das reicht nicht. Warum? Weil dann bis dahin ist Deutschland immer noch wettbewerbsfähiger. Das ist eine absolute Betrachtung von Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Solange hier eine Lücke dazwischen ist, ist Deutschland noch wettbewerbsfähiger. Erst wenn die Deutschen über die Franzosen gehen und die Franzosen unter die Deutschen tauchen, dann haben Sie eine Chance, das zurückzugewinnen, was Sie in den letzten 20 Jahren verloren haben. Stellen Sie sich vor, das heißt dann nicht 15 Jahre lang 5% Lohnsteigerung in Deutschland, sondern 25 oder 30 Jahre. Ja, bitte. Ja. Ja, warum sind sie nicht real? Es hat ja niemand beschlossen, das Inflationsziel aufzugeben. Man hat ja nicht beschlossen, man müsste jetzt beschließen, das Inflationsziel aufzugeben und ein Deflationsziel zu machen. Es ist doch absurd. Wir haben auf der einen Seite die Europäische Zentralbank, die Deflation bekämpft. Die Deflation ist die Folge von diesem bisschen Lohnsenkung hier in Südeuropa.
Wenn jetzt Frankreich und Italien auch die gleiche Politik machen, kriegen wir eine massive Deflation. Dann kämpft wieder die Europäische Zentralbank, die das gar nicht verhindern kann, kämpft an der falschen Front gegen Deflation. Und wir machen insgesamt Deflation bei den Löhnen, die dann auch insgesamt noch Arbeitslosigkeit und Katastrophe in Frankreich und Italien herbeiführt. Alles aus dem Grund, dass in Deutschland die Löhne nicht steigen können, oder? Warum eigentlich nicht? Warum können in Deutschland nicht die Löhne steigen? Ja, und jetzt machen wir das noch viel brutaler. Wenn man das sagt in Deutschland, gucken wir mal alle ganz betreten, statt zu sagen, hurra, ja, die Löhne müssen steigen. 10 Jahre, 5% ist doch was. Will keiner, ne? Alle haben sie Angst davor. Oh, Katastrophe, wenn die Löhne steigen. Ja, was muss passieren? Das will ich jetzt nochmal eine bisschen andere Art und Weise zeigen. Anhand der sogenannten sektoralen Finanzsalden. Ja, Deutschland hat, um es mal klar zu sagen, das ist jetzt erstmal 60er Jahre, ich komme gleich dann zum aktuellen. Deutschland hat in der Währungsunion unter seinen Verhältnissen gelebt, ne? Massiv unter seinen Verhältnissen gelebt. Die anderen haben ein bisschen über ihren Verhältnissen gelebt, Frankreich nicht, Frankreich genau entsprechend seinen Verhältnissen. Damit sich das wieder ausgleicht, ja, kann man entweder die anderen jetzt zwingen, dauernd unter ihren Verhältnissen zu leben. Aber wie geht das, wenn Deutschland auch immer noch unter seinen Verhältnissen lebt? Das ist die Frage, um die es geht. Und das schauen wir uns mal anhand dieser Finanzierungssalden an. Das sind so die Spar- und Schuldensalden sozusagen, die über und unter den Verhältnissen leben Salden. Jeder, der über Null liegt, spart, ist ein Netto-Sparer. Diese Grafiken, nehme ich an, werden hier an der Uni auch jeden Tag so ungefähr den Studenten vorgeführt. Oder auch nicht. Das ist aber das zentralste makroökonomische Instrument. Das ist alles nur Buchhaltung. Was ich jetzt mache, ist Buchhaltung. Das müsste man im ersten Semester, vom ersten zum dritten Semester so lange lernen, bis man es nachts im Schlaf auswendig kann. Buchhaltung. Die privaten Haushalte sind Sparer, ne? Die sparen, die geben weniger aus, als sie einnehmen. Das Sparen. Hier sieht man, der Staat und die anderen Länder in den 60er Jahren haben sich so ziemlich rausgehalten, waren so in der Mitte irgendwo, haben weder gespart noch systematisch Schulden gemacht. Ja, und wenn jemand spart, das ist die Logik dieser Kurven, das ist ja die ganze Welt drin, ne? Weil die anderen Länder dabei sind, ist die ganze Welt. Für die ganze Welt wissen wir, dieser Saldo muss immer genau wie sein, wie muss der Saldo sein, der Leistungsbilanz der Welt? Null, ne? Null, immer genau null. Und wenn dieser Saldo immer genau null sein muss, wenn dann der einer immer da oben rumturnen, müssen welche hier unten rumturnen, das heißt, jemand muss sich verschulden. Es geht immer nur um die Frage, wer sich verschuldet, nicht ob man sich verschuldet, ne? Auch da wird unendlich viel Unsinn in der Wissenschaft und sonst wo geschrieben. Von den Zeitungen will ich gar nicht reden, aber selbst in der Wissenschaft, der die Bank für internationalen Zahlungsausgleich schreibt, unglaublichen Unsinn über Verschuldung, weil sie offensichtlich diesen einfachen Zusammenhang nicht begriffen hat. Es muss sich jemand verschulden. Ne? Und die Nettoschulden der Welt sind immer null, ganz genau null. Und deswegen, wenn einer sagt, die Welt ist ja jetzt so verschuldet, das sagt die Bank, die BITS, ja, dann ist es Unsinn. Egal, wie Sie das sagen, können Sie noch ein bisschen wissenschaftlich verbrämen, aber es ist immer Unsinn. Die Welt ist überhaupt nicht verschuldet. Weltverschuldung ist immer null. So, weil wir ja keinen haben, wir müssen noch andere Planeten erfinden, ne? damit wir Überschüsse machen mit denen. Damit die können sie ja verschulden. Können wir alle Überschüsse machen. Die ganze Welt könnte Überschüsse machen, wenn der Mars und die Venus sich endlich mal verschulden würden. Aber noch sind wir nicht so weit. So, wer hat die Schulden gemacht in den 60er Jahren? Das ist ja interessant zu sehen. Ne? Ein komischer Sektor, nämlich die deutschen Unternehmen haben die Schulden gemacht. Ja, die deutschen Unternehmen haben sich verschuldet und haben investiert. Das war Marktwirtschaft, das war eine normal funktionierende Marktwirtschaft. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie die Zwischenphase. 70er Jahre will ich nicht lange darauf eingehen. So ist es heute. Heute haben wir eine wunderbare Welt in Deutschland geschaffen, nämlich deutsche Unternehmen sind jetzt auch Sparer. Die haben so viel Cashflow, die haben so viel Einnahmen, dass sie nicht wissen, wohin mit dem Zeug und tragen es zur Bank. Sind auch Sparer. Und der deutsche Staat ist jetzt, Gott sei es gedankt, schwarze Null, auch ein Sparer geworden. Ja, wunderbar. Alle sparen in Deutschland. Ist doch genial. Das ist die Lösung überhaupt. Deswegen sagt Frau Merkel ja auch, wir wollen Wachstum ohne Schulden. Nur leider hat sie diesen Zusammenhang nicht begriffen. Leider. Es gibt kein Wachstum ohne Schulden. Ja, und wer macht die Schulden? Ja, die anderen, die da draußen, die im Süden.
Ja, die anderen Länder machen die Schulden. Deutschland braucht, in absoluten Zahlen sind das, bedeutet das, jedes Jahr 200 Milliarden neue Schulden des Auslandes, damit es ein bisschen Wachstum, sein kaum vorhandenes Wachstum, überhaupt zustande bringt. Über 200 Milliarden jedes Jahr Neuverschuldung im Ausland. Inzwischen hat das Ausland schon so ein paar Billionen angehäuft, aber das interessiert uns ja nicht. Nur wenn es dann fällig wird, wenn es dann sich irgendwo zeigt, dass es nicht bezahlt, rückbezahlt werden kann, dann macht die Bildzeitung große Lettern und sagt, der Grieche will nicht zurückbezahlen. Ne? Klar. Aber als wir es geliefert haben, als wir ihnen die Ersparnisse sozusagen gegeben haben, damit sie unsere Güter gekauft haben, hat keiner gesagt, sie dürfen damit keine deutschen Güter kaufen, sie dürfen damit nur investieren, damit sie das in 30 Jahren zurückzahlen können. Nein, sie haben es gekriegt, um deutsche Autos zu kaufen. Nur die deutschen Autos werfen dummerweise keine Rendite ab. Ne? Das ist keine Investition. Und deswegen können sie das nicht zurückbezahlen, weil wenn ich keine Investitionen habe, keine Rendite habe, kann ich wenigstens die Zinsen nicht bezahlen. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt sind. Also die anderen Länder müssen die Schulden machen. Ne? Die anderen müssen die Schulden machen und wir sind die Guten, wir sind solide. Ja, man sieht sofort, wie absurd das ist. Ne? Absurd hat sich eine absurde Welt geschaffen, eine vollkommen absurde Welt geschaffen, wo es sich einredet, es kommt ohne Schulden aus. Und wo es den anderen Ländern noch erzählt, sie müssten Schulden abbauen. Ne? Das ist besonders toll. Wir sagen jetzt, werdet alle so wie wir, sagt Deutschland. Müsst alle so wie wir werden. Müsst alle da oben hin. Denn nur wer ist dann da unten? Wer ist denn da unten, wenn alle so sind wie Deutschland? Ja, niemand, ne? Und das geht nicht. Und das sieht man, im Kern sagen wir grandiosen Unsinn. Wir sagen etwas, was vollkommen unmöglich ist. Wir sagen diesen Ländern, sie sollen sich verhalten auf eine Art und Weise, die am Ende unmöglich zum Ziel führen kann, weil es einfach logisch unmöglich ist. Es ist unmöglich. Irgendjemand muss Schulden machen. Als vernünftiger Mensch würde man das jetzt einfach mal drehen, würde sagen, guck mal, ach ja, Deutschland hat jetzt 10 Jahre unter seinen Verhältnissen gelebt. Jetzt sind die anderen in Schwierigkeiten, weil Deutschland hat ja auch noch im Wettkampf der Nationen gegen die gewonnen, gegen seine Schuldner. Jetzt sind die Schuldner erledigt. Würde man als vernünftiger Mensch sagen, naja, dann muss man das jetzt mal umdrehen. Das geht ja nicht so weiter. Es können ja nicht immer die einen Schuldner sein, die anderen immer Gläubiger. Also muss man das mal umdrehen. Ne? Das war die Idee übrigens von einem gewissen Herrn Keynes, ne? John Maynard Keynes, als er Bretton Woods geschaffen hat. War seine Idee, dass er gesagt hat, es können nicht immer die einen nur Überschüsse haben, die anderen immer nur Defizite. Man muss dafür sorgen, dass es einen Ausgleich gibt. Jetzt überlegen wir uns mal einen Moment, was es bedeutet. Dann müssen die anderen da nach oben, denn wenn die Schulden zurückzahlen wollen, müssen die ja sparen, die müssen Netto-Sparer werden. Sie können keine Schulden zurückzahlen, wenn sie immer noch mehr ausgeben, als sie einnehmen. Nein, sie müssen weniger ausgeben, als sie einnehmen. Nur dann kann man sparen, nur dann kann man Schulden zurückzahlen. Also müssen die rote Linie muss da oben, über Null. Ja, wer geht dann runter? Muss ja jemand in Deutschland sein. Der Rest der Welt geht über Null und dann? Tja, dann ist die deutsche Politik und Wirtschaft am Ende. Ne? Dann wissen wir nicht mehr weiter. Ja, es gibt ja nur 3 Möglichkeiten. Können wir mal kurz durchspielen. Die eine ist, ein Politiker stellt sich hin und sagt den deutschen Haushalten, die Frau Merkel hält eine Ansprache vor dem deutschen Volk und sagt so, ja, wir haben jetzt so kleine Erkenntnisse hier in Ökonomie, die müssen wir jetzt mal umsetzen. Also Leute, hört mal auf mit dem blöden Sparen. Ne? Sparen war Quatsch, also vergesst das Sparen. Haut euer Zeug raus, alles was ihr habt und noch mehr, verschuldet euch. Kann man sich vorstellen, wie lange Frau Merkel dann noch Bundeskanzler ist, so 24 Stunden oder 48 Stunden. Ja, man kann auch sagen, man kann sich hinstellen und kann sagen, guck mal, 60er Jahre war doch schön, da hat man das doch gut hingekriegt. Wir machen die Unternehmen wieder zu Schuldnern. Die Unternehmen müssen die Schuldner sein, die müssen investieren. Wäre ja gut. Also stellt sich der Bundesfinanzminister hin und sagt, ja, wir haben ein kleines makroökonomisches Problem, also wir müssen die Unternehmen zu Schuldnern machen, also wir verdoppeln die Unternehmenssteuern und die Löhne steigen sowieso um 5% pro Jahr jetzt für die nächsten 30 Jahre. Also, Jungs, zieht euch warm an, ihr habt keine Gewinne mehr, aber ihr müsst mehr investieren als bisher. Auch vollkommen logisch. Ne? Wie lange wird der dann Finanzminister bleiben? Auch etwa so 48 Stunden. Ja, und dann gibt es noch die dritte wunderbare Möglichkeit auf dieser Welt. Dann ist aber schon zu Ende. Der Staat. Der Staat könnte sich verschulden.
Aber der hat es ja in die Verfassung geschrieben. Der darf sich ja gar nicht verschulden. Wenn der Staat sich jetzt verschuldet, dann kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, nein, du Staat musst wieder da nach oben über Null. Und dann? Ja, dann schicken wir das Verfassungsgericht rund um die Welt. Ne? Dürfen die Verfassungsrichter mal richtig reisen, dürfen um die Welt reisen und suchen dann mal Schuldner. Wir schicken sie auf die Suche nach Schuldnern. Die fahren dann in den USA und sagen, ja, ihr wollt doch immer schon Schuldner sein, jetzt dürft ihr, müsst noch mehr Schuldner sein, weil wir dürfen niemals Schuldner sein, wir haben es in die Verfassung geschrieben. Und in China sagen sie, ihr müsst jetzt Schuldner, ein bisschen Kapitalmarktabhängigkeit und so, geschenkt, ihr werdet jetzt Schuldner, denn wir dürfen keine Schuldner sein. Na, dann werden die anderen Länder aber herzlich lachen über unsere Verfassungsrichter, ne? Ja, und da sieht man auch, das Recht geht nicht gegen die Logik. Ne? Wo das Recht gegen die Logik geht, hat das Recht sein Recht verloren. Da gibt es kein Recht mehr. Und das kann ja nicht sein. Wir müssen die logische Aufgabe lösen. Und die können wir nicht, sagen, nicht dadurch lösen, dass wir sagen, die einen dürfen nicht und wir haben sowieso Recht. Nein, Deutschland hat Unrecht. Deutschland hat ganz fundamental Unrecht. Und deswegen muss sich Deutschland fundamental ändern. Und wer es tut, ist mir am Ende egal. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass der Staat Schulden macht. Aber wenn wir die Unternehmen dahin kriegen, dass sie die Schulden wieder machen wie in den 60er Jahren, wunderbar, sage ich, Wirtschaftswunder, bravo. Darf der Staat sich raushalten. Aber Deutschland darf nicht so tun, als hätte es mit diesem Problem nichts zu tun. Und das tut es genau. Augen zu und durch. Keine Diskussion. Wenn irgendjemand kommt, die Amerikaner kritisieren Deutschland extrem aggressiv in internationalen Foren. Ich habe dabei gesessen, wegen seiner Leistungsbilanzüberschüsse. Und, was sagt Deutschland? Nein, da können wir nichts machen. Ja, und in Europa ist diese Diskussion im Grunde auch vorhanden, nur man traut sich nicht. Die anderen trauen sich noch nicht. Ne? Aber es muss eine Lösung dafür gefunden werden. Denn die anderen können nicht so weitermachen, wie es bisher war. Und Deutschland muss sich ändern. Deutschland muss sich fundamental ändern, damit wir Europa retten können. Kleine Sekunde, geben wir noch 5 Minuten, bin ich sowieso fertig. Und das ist eine alte Geschichte, die will ich noch kurz erzählen, die dahinter steht. Ne? Eine sehr alte Geschichte, die ähnlich abgelaufen ist. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Alliierten Deutschland auferlegt, Reparationen zu zahlen. Weil sie gesagt haben, die haben den Krieg angefangen, die sind schuld, die zahlen jetzt mal die Reparationen. Ne? So wie wir heute sagen, die Schuldner sind schuld, haben die gesagt, die Deutschen sind schuld. Und dann haben sie gesagt, dann müssen die Deutschen jetzt uns etwas real liefern über die nächsten 80 Jahre oder wie lange das gehen sollte, damit es einen Ausgleich gibt für den Krieg. Klar, ist doch logisch. Aber an den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und uns soll sich eigentlich nichts ändern. Und da gab es einen einzigen Menschen in der Welt, der verstanden hat, dass es nicht geht. Und dessen Name ist heute schon mal gefallen. Der hieß wiederum John Maynard Keynes. Der hat nämlich gesagt, das geht nicht, das ist unmöglich, er verlangt etwas Unmögliches in seinem, The Economic Consequences of the Peace. Ein sehr schönes Buch. Hat er gesagt, es ist unmöglich, was ihr verlangt, denn Deutschland kann, ihr könnt nicht einerseits verlangen, dass Deutschland Reparationen zahlt, denn wenn es Reparationen zahlt, muss es Leistungsbilanzüberschüsse machen, dann muss es da hoch. Aber ihr andererseits verhindert mit eurem Handel, mit euren Restriktionen, dass Deutschland Überschüsse macht, denn das wollt ihr ja genau nicht, dass Deutschland erfolgreich ist auf den internationalen Märkten. Und das ist der Widerspruch, der nicht geht. Und er hat gesagt, wenn er gegen die Logik verstoßt, ja, dann, was passiert dann? Ja, dann knallt es irgendwo. Wann immer man gegen die Logik verstößt, gibt es eine Explosion. Und Deutschland hat es ja dann genügend Explosionen gegeben danach. Und so ist das auch in Europa. So war das übrigens auch mit den Entwicklungsländern. Entwicklungsländer haben immer gesagt, ihr müsst Kapital importieren, importiert Kapital, ihr müsst Leistungsbilanzdefizite machen auf dieser Welt. Und wenn ihr dann Leistungsbilanzdefizite gemacht habt, dann geht es euch gut, weil dann bringen wir euch unser gutes Kapital und das investiert ihr und dann könnt ihr aufholen. Aber wenn sie ein paar Jahre Leistungsbilanzdefizite gemacht haben und sie haben eben nicht investiert, sondern unsere Güter gekauft, das ist nämlich die Logik dabei, wenn wir Leistungsbilanzdefizite machen, kaufen sie unsere Güter und investieren nicht notgedrungen.
Dann kamen sie in Schwierigkeiten und dann sind wir genauso gekommen mit dem Internationalen Währungsfonds und haben gesagt, ja guck, du bist Schuldner. Und vielleicht sind wir großzügig und entschulden dich, aber dann musst du unsere Auflagen befolgen, dann musst du hier lange Papiere unterschreiben, die man Memorandum of Understanding nennt, genau wie jetzt in Griechenland. Ja, und es war genauso falsch wie in Griechenland. Es war ganz genauso falsch wie in Griechenland. Weil das Einzige, was diese Länder gemacht haben, ist, dass sie an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben für eine kurze Zeit gegenüber Deutschland. Sie haben sonst nichts gemacht. Sonst darf in Europa jedes Land das tun, was es will. Man darf sich an den Strand legen, man darf Rotwein trinken und sonst das Leben genießen. Das darf man alles in einer Währungsunion. Denn man muss sich ja nur an seine Verhältnisse anpassen. Wer wenig Produktivität hat, hat eben wenig Lohn. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das Einzige, was man nicht tun darf, man darf nicht dauernd über seinen Verhältnissen leben und man darf nicht dauernd unter seinen Verhältnissen leben. Und es kann eben nicht ein Land dauernd unter seinen Verhältnissen leben, wie Deutschland das getan hat, und darauf hoffen, dass die anderen es ihm nachtun. Das ist einfach Unsinn. Und mit diesem Unsinn überziehen wir jetzt ganz Europa. Über die politischen Folgen überlasse ich es jetzt Ihnen nachzudenken. Aber ich lebe in Frankreich, kann Ihnen sagen, wenn es noch zwei Jahre so weitergeht und in Europa nichts passiert, die Rezession nicht zu Ende ist, die Arbeitslosigkeit so hoch bleibt, wen wird Frankreich denn zum Präsident wählen oder zur Präsidentin im Oktober 2017? Ja, wenn wir es nicht schaffen, wenn die vernünftigen Kräfte es nicht schaffen, eine Wende herbeizuführen, dann werden es andere schaffen. Genau wie es nach dem Ersten Weltkrieg war, werden es dann andere sein, die Wende schaffen. Aber die schaffen die Wende dann und zerdeppern gleich noch unglaublich viel Porzellan dabei. Und über sowas sollten auch Ökonomen mal nachdenken. Das ist kein Gebiet, über das Ökonomen nicht nachdenken dürfen. Sie dürfen darüber nachdenken, sie müssen darüber nachdenken. Denn es sind die ökonomischen Konsequenzen dessen, was passiert, was dann dramatische politische Folgen haben kann. In dem Sinne würde ich Sie alle weiter heftig nachzudenken und sich nicht von der herrschenden Lehre beirren zu lassen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Flassbeck. Es sind bestimmt einige Fragen. Ich muss bitten, dann ins Mikrofon zu stellen, weil wir die Kamera laufen haben. Ja? Gut. Dankeschön, Herr Flassbeck. Mich würde interessieren, wie die französischen Ökonomen und auch die französischen Politiker das sehen. Sind die auf Deutschlandkurs oder sind sie kritisch? Ja, es gibt eine wilde Mischung in Frankreich. Es gibt in der Tat auch einige kritische Ökonomen, die das so sehen wie ich. Jacques Sapir zum Beispiel. Und es gibt eine durchaus erhebliche Diskussion, nur die ist wie in Deutschland, die erreicht die Politik nicht. Präsident Hollande hat sich entschlossen, ganz früh in seiner Amtszeit, wie schon sein Vorgänger, sich auf die deutsche Seite zu stellen. Er hat nicht verstanden, dass er da nicht hingehört. Von der Sache her gehört er auf die Seite der Südeuropäer und nicht auf die deutsche Seite. Und da ist der zentrale Knackpunkt. Man versucht gerne, natürlich will jeder auf der Seite des Stärkeren sein. Ich sollte noch sagen, warum ist Deutschland überhaupt so stark? Das ist nicht nur deswegen, weil man Exportmärkte gewonnen hat. Deutschland ist deswegen so stark, weil es der größte Gläubiger ist. Und Gläubiger gewinnen immer ganz ungeheuer an Macht, wenn so etwas passiert wie diese Finanzkrise 2008, 2009. Weil dann die Länder sozusagen vom Kapitalmarkt kein Kapital zu vernünftigen Bedingungen mehr kriegen. Deswegen ist der Gläubiger dann sozusagen die Übermacht, die das Einzige ist, der diesem Land noch Kapital geben kann. Das hat früher der IWF gemacht, jetzt macht es die Troika mit Deutschland im Hintergrund. Ne? Und damit müsste man vernünftig umgehen. Ein vernünftiges Deutschland würde damit vernünftig umgehen, würde sagen, das habe ich nur gepachtet sozusagen, die Macht, die verwende ich jetzt mal nicht, sondern ich weiß, ich muss sie wieder abgeben, ich muss sie sogar dringend abgeben, weil anders gibt es keine Lösung für Europa und die ganze Welt. Ne? Und das ist aber leider, würde nur passieren, wenn der Fall einträte, dass es massive Gegenpositionen in Europa gäbe. Die gibt es aber nicht. Alle versuchen, sich an die Seite des Mächtigen zu stellen. Das ist so schön, wenn man auf der Seite des Mächtigen steht, scheinbar. Und deswegen ist auch die griechische Initiative so schnell gescheitert, ist sie nicht, aber gescheitert.
Weil Griechenland will ja genau eine fundamentale Wende im ökonomischen Denken, ob man das gut oder schlecht gemacht hat oder chaotisch oder nicht, ist vollkommen egal. Aber der Kern der Geschichte ist richtig, dass sie sagen, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Nur das stößt auf taube Ohren, weil das ist ja der Kern des deutschen Dogmas. Wir haben alles richtig gemacht und wir machen so weiter wie bisher. Und deswegen kann es da auch keinen Kompromiss geben. Frau Merkel hat gestern oder vorgestern gesagt, wir müssen in Europa immer einen Kompromiss finden. Nein, es gibt mit der Unvernunft keinen Kompromiss. Nicht, man kann nicht sagen, wir waren vollkommen unvernünftig, wir haben Europa Daumenschrauben angelegt und jetzt machen wir den Kompromiss, dass wir die Daumenschrauben etwas lockern, aber sie immer noch extrem schmerzhaft sind. Das ist kein Kompromiss. Ne? Sondern eine fundamentale Wende in der deutschen Politik, wenigstens ein Überdenken der deutschen Politik, das wäre ein Kompromiss. Bitte sehr. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich wollte zur Lohnentwicklung in Deutschland fragen, ob der Mindestlohn ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, der Mindestlohn ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein ganz kleiner. Er bewirkt insgesamt gesehen auf die Lohnabschlüsse dieses Jahres und die gesamte Lohnentwicklung dieses Jahres, ich weiß nicht, irgendwas im 0,34%-Bereich. Sehr wenig. Insgesamt haben wir immer noch diese Lohnentwicklung in Deutschland, ich habe es ja gezeigt, die sich wenig verändert hat. Es gibt ein bisschen mehr Anstieg jetzt zuletzt. Wenn ich mal hier nochmal drauf gehe, diese Entwicklung ist eine kleine Beschleunigung gegenüber vorher. Natürlich ist es ein bisschen besser, aber wir werden insgesamt Lohnabschlüsse, Nominallöhnabschlüsse in diesem Jahr nach meiner Schätzung in Deutschland haben von 2,3-2,4%. Das ist unheimlich wenig. Ne? Also die 3,4, die IG Metall behauptet hat, die gibt es nicht. Das ist eine Fata Morgana. Es gab 2,7 aufs Jahr gerechnet bei der IG Metall, aber bei anderen gab es viel weniger. Bei IG Chemie gab es nur 2,2 oder so. Also von daher haben wir keine Wende da erreicht. Und die Gewerkschaften sind ja auch hasenfüßig. Um es deutlich zu sagen, er war mit mir neulich auf einem Gewerkschaftskongress und hat irgendjemand darüber geredet, dass wir Deutschland eine fundamentale Wende in der Lohnpolitik brauchen? Oh, eher nicht. Ne? Man redet so drumherum so ein bisschen und könnte ja und sollte ja und wäre ja schön. Aber niemand sagt es so klar. Niemand, selbst die Gewerkschaften sagen es nicht so klar. Warum? Weil die Gewerkschaften natürlich auch in ihrer Mikro-Käseglocke hängen, um es deutlich zu sagen. Ne? Auch die Gewerkschaften glauben zum erheblichen Teil, jedenfalls die auf der Betriebsebene, glauben ganz fest daran, dass es einen Trade-off gibt zwischen Löhnen und Arbeitslosigkeit. Deswegen machen sie ja Beschäftigungssicherungsverträge. Ne? Deswegen machen sie Beschäftigungssicherungsverträge, die darauf hinauslaufen, zu sagen, ja, gibst du mir ein bisschen mehr Beschäftigung oder sicherst du meine Beschäftigung, gebe ich dir ein bisschen Lohn. Das ist mikroökonomisch natürlich richtig, habe ich vorhin gesagt. Ne? Aber makroökonomisch fundamental falsch. Wer einen Beschäftigungssicherungsvertrag macht und auf Lohn verzichtet, zerstört Arbeitsplätze. Nicht seine eigenen, aber woanders. Das müssten wir mal begreifen. Dann wären wir einen großen Schritt weiter. Nur diese Aussage werden Sie von den deutschen Gewerkschaften auch nicht hören. Bitte. Ja, bitte. Ja, angesichts der ja ziemlich festgefahrenen Situation und dass es ja jetzt auch nicht in Aussicht scheint, dass Deutschland bereit ist, über seine Verhältnisse jetzt zu leben, wie Sie ja gesagt hatten, dass ja ziemlich undenkbar ist, dass Merkel auf einmal sagt, ja, hier Verschuldung ja abbauen. Ich meine, so jetzt mal schön konsumieren. Und dass es ja auch völlig unmöglich ist, jetzt den Ländern des Südens noch weitere 10 Jahre des Status quo zuzumuten. Ist es da nicht schon fast notwendig, dass der Euro zusammenbricht, dass die Länder austreten, dass jetzt Griechenland austritt? Ja, oder sehen Sie noch irgendwie eine langfristige Lösung, wie man das anders machen kann? Ja, am Ende wird es so kommen. Am Ende kommt es immer, ich sagte ja, am Ende knallt es dann aber. Es gibt keinen harmonischen Austritt. Und ein kleines Land wie Griechenland kann nur sehr schwer austreten. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist extrem schwer. Wenn es wirklich eine ernsthafte Hilfe von Europa hätte, in den zentralen Fragen, nämlich der Wechselkursstabilisierung danach, nach dem Austritt und ähnlichen Fragen, dann wäre ich absolut dafür. Aber das im Krieg sozusagen, im Konflikt auszutreten, ist unglaublich schwer. Und das dann hinzukriegen, eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung hinzukriegen, geht auch. Argentinien hat es gezeigt, Argentinien hat es gemacht. Ne? Argentinien stieg wie Phönix aus der Asche, nachdem es seinen festen Wechselkurs aufgegeben hat. Aber es hat dramatisch abgewertet, es hat um 65% gegenüber dem Rest der Welt abgewertet. Dramatisch abgewertet. Ne? Und es hatte vielleicht natürlich auch ein paar Vorteile, dass es Rohstoffe hatte, die es dann billig verkloppen konnte und so weiter. Aber es geht schon, aussteigen kann man schon, nur es ist eine unglaubliche Operation und ich kann nur allen raten, nicht so leichtfertig über Grexit oder sowas zu reden, wie das tagtäglich in den deutschen Medien passiert. Das ist furchtbar, auch bei den deutschen Politikern.
Was passieren wird, wie gesagt, ist ein politisches Szenario. Marine Le Pen hat es angekündigt. Marine Le Pen hat gesagt, wenn sich nichts ändert in Europa, wird sie drei Tage danach sozusagen das Ende erklären, weil sie alles das nicht mitmacht, was bisher gemacht wurde. Und dann, wenn dann Frankreich und vielleicht Italien, geführt von Beppe Grillo oder Matteo Silvani, mitmacht, dann knallt es. Dann bricht das System auseinander innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten. Diese Länder werden neue Währungen einführen, diese Währungen werden abgewertet, halb Südeuropa wird sich dranhängen, Griechenland natürlich auch. Wir werden alle um 30, 40, wenn Sie mich fragen, werden Sie um 50% abwerten. Und dann können Sie in Deutschland die halbe Exportindustrie zumachen. Ne? Ja, über Jahre. Und das ist das, was bei uns nicht begriffen wird. Mein Szenario ist ja ein Szenario allmählicher Anpassung. Wenn wir die Löhne jetzt erhöhen über 10, 15 Jahre, dann eine ganz allmähliche Anpassung mit einer Kompensation. Nämlich wir haben dann gleichzeitig die Kompensation durch steigende Binnennachfrage. Das Explosionsszenario, da ist nichts kompensiert. Dann werden Sie in Deutschland sagen, oh, jetzt bricht alles zusammen, jetzt müssen wir die Löhne senken. Dann wird es noch viel schlimmer. Und dann wage ich nicht vorher zu sagen, was politisch in Deutschland passiert. Wer dann das Ruder übernimmt. Es ist unglaublich ernst, an so einem schönen Tag über so schreckliche Sachen zu reden. Ist nicht schön. Aber ich will ganz ehrlich sein, es ist unglaublich ernst. Es gibt kein Vertun. Die Lage ist extrem, extrem gefährlich. Und es ist immer die Dummheit und das Unwissen von ein paar führenden Figuren. Sehr schön nachzulesen beim Ersten Weltkrieg in dem Buch Der Schlafwandler. Genauso schlafwanderisch wie damals einige Leute in den Krieg gewandert sind. So wandern wir jetzt auf einen großen Knall in Europa zu. Ich sage nicht Krieg, aber einen großen Explosion, wo Europa auseinanderfällt und wo Europa dann sich zurückgeht in die Nationalstaaterei und wo es anfängt, wieder wenigstens wirtschaftlich gegeneinander zu kämpfen, statt miteinander zu arbeiten. Das ist die wirkliche Gefahr. Jetzt wurde ja meine Frage im Prinzip schon gestellt und Sie haben ein bisschen die Lösung dargelegt. Aber wie könnte Ihrer Meinung nach die Lösung politisch durchgesetzt werden, also beispielsweise die Lohnsteigerung? Und dann wollte ich noch fragen, ob Sie an unbegrenztes Wirtschaftswachstum glauben oder wenn nicht, wie kann dann Postwachstumsökonomie aussehen? Gut, zwei Fragen. Die erste ist, wie kann man das durchsetzen? Nun, höhere Lohnsteigerung kann man politisch durchsetzen, indem man darüber redet. Ne? Ganz einfach. Wenn die deutsche Politik sagt, das ist der einzige Weg, der für Europa bleibt, dann wird das auch durchgesetzt. Das ist überhaupt keine Frage. Ich habe damals als kleiner Staatssekretär im Finanzministerium durchgesetzt, dass die Gewerkschaften höhere Löhne gekriegt haben, indem ich jeden dritten Tag in die Öffentlichkeit gegangen bin und habe gesagt, in Deutschland müssen die Löhne steigen. Daraufhin wurde ich ja dann auch bald entlassen. Aber es geht schon, wenn man es begreift, geht es schon. Man kann es natürlich machen, keine Frage. Die zweite Frage ist viel komplizierter. Sagen Sie nochmal schnell das Stichwort. Ja, Postwachstum, ja. Postwachstum, sehen Sie, ich bin da unglaublich sympathisch dafür. Wie sagt man, in Deutsch sagt man das nicht so. In Deutsch sagt man, ich bin auch unglaublich dafür, ökologisch diese Gesellschaft umzubauen, diese Wirtschaft umzubauen. Nur wir haben ein Problem, das geht auch. Ich bin überzeugt davon, das geht. Ich beginne jetzt nächste Woche oder so, wenn ich dazu komme, über Griechenland eine Serie auf meiner Seite, wo wir genau das beschreiben, wie es geht. Es geht, natürlich kann man das machen. Aber wenn wir, ich will es mal so sagen, aber wenn wir es nicht schaffen, so eine einfache Buchhaltungslogik auf gesamtwirtschaftlicher Ebene unseren Politikern beizubringen, wie soll ich mir vorstellen, dass wir es schaffen, denen zu erklären, wir müssen diesen Prozess erstmal hinkriegen, den müssen wir auf jeden Fall hinkriegen. Da geht überhaupt kein Weg vorbei, Postwachstum oder nicht. Da geht überhaupt kein Weg vorbei, den müssen wir hinkriegen. Und dann müssen wir das Ganze aber noch überlagern durch eine Offensive in Sachen Ökologie, die vollkommen vernünftig und richtig ist, was aber natürlich einen unglaublichen zusätzlichen Strukturwandel bedeutet. Das alles müssen Politiker dann kommunizieren gegenüber den Bürgern, die sie mit Mehrheit wählen müssen. Nicht leichter als das, ne? Ja, das ist leider die Lage. Wir haben, um es deutlich zu sagen, wir haben nicht die Entscheidungskompetenz, die wir bräuchten in einer sehr komplexen Welt, in einer komplexen Europäischen Union. Haben wir immer nur die Kompetenz von Politikern, die irgendwo in der Provinz groß geworden sind und dann
in Berlin 4 Jahre auf die Reise geschickt werden und dann wieder nach Hause gehen. Das ist zu wenig. Ich bin ein großer Anhänger der Demokratie, aber so geht es nicht. So geht es wirklich nicht. Ja, wir brauchen ganz andere Selektionsverfahren, um die Leute in die Spitze zu kriegen, als das bisher der Fall war. Aber das ist noch ein weiteres, weites Feld, das ich jetzt nicht beackern kann heute mehr. Bitteschön. Ja, in der deutschen Diskussion haben ja in den letzten Tagen auch Personen den Begriff Grexit in den Mund genommen, die das bisher nicht gemacht haben. Ich denke zum Beispiel an Oscar Lafontaine, der in der letzten Woche zum Teil so verstanden wurde, als wenn er das zumindest gedanklich als Möglichkeit erwägt. Was halten Sie von dieser Diskussion, die in Deutschland im Moment geführt wird? Das wäre meine eine Frage. Meine andere Frage wäre, ich habe beruflich bedingt öfters mit Gewerkschaftsökonomen zu tun, sei das von Verdi, sei das von IG Metall, die würden Ihnen alle zustimmen, dass die deutsche Lohnpolitik absolut hinter den Anforderungen zurückbleibt. Das Problem ist, die Tarifpolitik ist eine ganz komplizierte Materie. Geben Sie doch der Tarifpolitik mal ein paar Tipps, wie man da rauskommen kann aus diesem. Ja, fangen wir mit der letzten Frage an. Die Gewerkschaftsökonomen mögen meiner Meinung sein, das stimmt sicher zum erheblichen Teil, auch nicht ganz, aber zu meinem erheblichen Teil stimmt es. Bei Verdi stimmt es bestimmt, aber sonst bin ich nicht so sicher. Aber egal, darauf will ich nicht eingehen. Der entscheidende Punkt ist, sie müssen das auch an ihre Spitze tragen, ne? Wenn Sie es nicht sehen, Sie, heute sind die deutschen Gewerkschaften, um das auch wieder ganz deutlich zu sagen, wir reden ja heute hier Tacheles, wird ja auch nirgendwo übertragen, außer hinterher im Internet, aber ist ja egal. Um es deutlich zu sagen, die deutschen Gewerkschaften sind heute Organe geworden, die sehr stark nach meinem Eindruck, mein subjektiver Eindruck, von Betriebsratsvorsitzenden großer Konzerne mehr gelenkt werden als von der eigentlichen Spitze, die wir so im Fernsehen sehen. Und wenn das so ist, dann ist es eben extrem gefährlich, weil dann das Mikrodenken, das Exportdenken auch in diesen, auch in der Gewerkschaftsspitze fröhliche Urstände feiert sozusagen. Und das ist wirklich gefährlich, weil dann haben die Gewerkschaften schaffen nicht mehr den Ausgleich zwischen dem natürlichen sozusagen einzelwirtschaftlichen Denken ihrer Arbeiter und einer makroökonomischen Korrektur, die Spitze immer herbeiführen muss. Wenn das gelingt, meines Erachtens heute nicht mehr, das ist vor 20 Jahren vielleicht noch gelungen, heute gelingt das nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, ich bin kein Gewerkschaftsexperte, dass ich das sagen könnte, ist mein persönlicher Eindruck, aber dass es so ist. Zur ersten Frage, Grexit, ich habe ja schon angedeutet, ich bin da extrem vorsichtig. Niemand weiß, wie das ausgeht. Niemand weiß, was genau passiert. Man kann Bedingungen nennen, unter denen es vielleicht gelingt, es kann aber auch unter auch günstigen Bedingungen katastrophal enden. Der Fall Argentinien ist auch da sehr interessant. Argentinien war kurz davor, ein Failed State zu werden. Er war unregierbar. Die Leute sind durch die Straßen gezogen und wollten alle Politiker, egal welcher Partei, aus den Ämtern jagen. Und es war sozusagen ein Zufall der Geschichte, dass die Familie Kirchner dazugegriffen hat und die Macht erobern konnte. Sehr gefährlich. Jede Art dieser katastrophalen Entwicklung ist extrem gefährlich und bietet dann Radikalen von allen Seiten Zugriff auf so eine Gesellschaft. Insofern muss man damit extrem vorsichtig umgehen. Und ich würde Oscar Lafontaine empfohlen, ich habe es ihm sicher auch schon empfohlen, immer dazu zu sagen, wir brauchen einen, wenn es einen Ausstieg gibt, dann braucht man einen geordneten Ausstieg. Einen Ausstieg unter Zuhilfenahme aller Institutionen, die wir haben, aber dem Einverständnis aller Institutionen, auch in dem Verständnis aller Institutionen, dann gibt es eine Chance, das vernünftig zu machen. Wir haben im europäischen Währungssystem aus guten Gründen immer ordentliche Abwertungen gehabt, sozusagen, orderly devaluations, ne? Weil wenn man das dem Markt überlässt, wenn sie das einfach ein Land dem sozusagen hinausgeht oder hinausschmeißen, kann man es ja nicht, aber wenn es hinausgeht und sagt, wir überlassen es jetzt einfach mal dem Markt, dann kann das Ergebnis katastrophal sein, ganz schnell, innerhalb von Tagen oder Stunden. Und da muss man wieder bereit sein einzugreifen, genauso wie die Schweizer Notenbank jetzt wieder eingreift. Die greift die ganze Zeit. Alle Notenbanken dieser Welt, die eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung haben, müssen am Devisenmarkt eingreifen, weil es niemand zulassen kann, den Irrsinn, der da sonst passiert. Insofern ist mein Rat an alle, tiefer hängen diese Diskussionen und vorsichtig sein damit. Man muss über alles nachdenken, über alle Varianten nachdenken. Ich habe in meinem Buch mit Kostas Lapavitsas auch lange darüber nachgedacht, alle diese Varianten hingeschrieben. Aber in der politischen Diskussion muss man extrem vorsichtig damit sein. Okay, unter Anbetracht der Zeit. Ja, vorne. Bitte.
noch kurz. Und zwar haben Sie halt gesagt, dass für Europa gibt es den Verhandlungstisch. Da kann man darüber sprechen, wie man das in Zukunft gestaltet. Aber für Länder außerhalb Europas würde mich interessieren, ob Sie sowas wie protektionistisches wirtschaftliches Agieren als Option sehen würden für Länder, um zu vermeiden, dass so viele ausländische Produkte zum Beispiel aus Deutschland gekauft werden, um diese negativen Handelsbilanzen zu vermeiden. Ja, würde ich immer als Möglichkeit anerkennen. Es gibt in der WTO, man braucht da gar nicht weit gehen, in der WTO gibt es Klauseln dafür. Man kann es sogar ganz legal machen. Es gibt Dumpingklauseln in der WTO und es gibt extreme Leistungsbilanz-Ungleichgewichte-Klauseln. Also man kann das alles machen. Und ich würde in der Tat Ländern empfehlen, es zu machen. Weil es kann nicht hingenommen werden. Dieser Weg in die Verschuldung, der sieht ja am Anfang harmlos aus. Ne? Das ist ja das Irre. Nur das kumuliert sich ja auf. Diese Verschuldung kumuliert sich ja jedes Jahr auf. Ne? Jedes Jahr habe ich dann einen größeren Sockel an Auslandsverschuldung und irgendwann wird es untragbar. Es wird immer untragbar. Es muss untragbar werden. Und deswegen muss man brutale Maßnahmen ergreifen. Entwicklungsländer, denen würde ich immer raten, alles dafür zu tun, dass sie ihre Währung abwerten rechtzeitig. Und die meisten haben es auch begriffen. Also heute, wenn sie um die Welt reisen, ich bin ja in meiner Funktion der UNO immer um die Welt gereist, sie finden eben keine Schuldner mehr. Niemand will Schuldner sein. Ja, die Lateinamerika wollen sie nicht Schuldner sein, in Asien wollen sie nicht Schuldner sein. Warum? Ja, weil der Schuldner immer schuld ist, weil wir den Schuldner hinterher für schuld erklären. In unserer unendlichen Unkenntnis der Zusammenhänge. Ne? Und deswegen weigern sich alle, sagen, nein, wir wollen nicht Schuldner sein. Die einzigen, die Schuldner gewesen sind in den letzten 30 Jahren systematisch, waren die Amerikaner. Die wollen aber auch kein Schuldner sein. Die sagen, ihr seid bekloppt, wir können nicht immer die Defizite machen, um euch sozusagen rauszuhauen. Und woran, man sieht es ja auch, es gibt ja auch einen wunderbaren Indikator dafür, dass es so wenige Schuldner gibt und so viele Gläubiger, so viele Sparer und so wenige Schuldner. Ja, woran sieht man das? Nun, der Zins ist null. Auf der ganzen Welt ist der Zins null. Warum ist der Zins plötzlich weg, ne? Ja, nur genau aus dem Grunde, weil es so wenige Schuldner gibt und so wenige Sparer. Wenn alle diese Irren sparen wollen und keiner Schulden machen will, dann muss der Zins null sein. Aber dann schreiben sie in die deutschen Zeitungen noch, der deutsche Sparer wird bestraft. Wofür? Für seine Dummheit oder die Dummheit seiner Regierung. Ja. Keine Fragen mehr. Ich glaube, wir schließen an der Stelle mal für die Mittagspause. Dann nochmal vielen Dank, Professor Vlasbek, dass Sie heute hier waren. Gerne.